So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Patientinnen und Patienten, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier zu unserem Arzt-Patienten-Seminar Organtransplantation und Corona, aktuelle Fortschritte begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich habe hier die Ehre, an der Medizinischen Hochschule Hannover die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie leiten zu dürfen. Und freue mich, dass wir diese Veranstaltung hier im Transplantationszentrum der Medizinischen Hochschule Hannover interdisziplinär durchführen können. Ganz vorweg ein paar Bemerkungen von meiner Seite. Ich glaube, es ist schon unglaublich, was wir die letzten 20 Monate, 22 Monate erlebt haben. Keiner von uns hat vorhersehen können, dass ein einzelnes Virus unser Leben so fundamental verändern würde. Medizinisch hat es uns vor Herausforderungen gestellt und das insbesondere für besondere Patientengruppen. Wir reden heute Abend zu dem Thema Organtransplantation und SARS-CoV-2-Infektionen. Und ich kann Ihnen sagen, wir als behandelnde Ärzte und Ärztinnen, als Wissenschaftler haben auch viel gelernt. Wir mussten ganz schnell auf besondere Situationen reagieren. Das ging am Anfang los. Was passiert, wenn ein organtransplantierter Mensch sich mit dem Virus infiziert hat? Was gibt es für Behandlungsoptionen? Ist das schlimmer? Ist das weniger schlimm? Welche Therapieoptionen haben wir? Was sind vielleicht Langzeitkonsequenzen? Wir hatten dann Anfang März 2021 ein Seminar dieser Art, wo wir über das Thema Impfen gesprochen haben. Das war damals ja hochaktuell. Welchen Impfstoff kann man überhaupt einsetzen? Wir haben dann im Laufe des Jahres 2021 ganz viel gelernt über das Ansprechen auf Impfungen. Wir reden jetzt über Boosterimpfungen. Wir reden darüber, wie kann man eigentlich messen, ob Mann oder Frau eine Antwort, eine Reaktion auf diese Impfung erhalten hat. Wir haben neue Möglichkeiten von Therapien. Wir reden von passiver Impfung mit Antikörpern. Wir reden davon, dass wir jetzt auch antivirale Substanzen haben. Und dann reden wir von verschiedenen Organsystemen. Wir reden von Nierentransplantierten, Herztransplantierten, Lungentransplantierten, Lebertransplantierten Patienten, wo es dann in den einzelnen Organen auch immer noch ganz besondere Aspekte gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Und ich freue mich deswegen sehr, dass wir heute Abend viele von diesen Dingen besprechen können. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind, dass wir uns ja einen Erfahrungsaustausch haben, dass auch Sie, die Patienten, die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen und auch Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Und das in einer Runde, die wirklich großartig ist, wo jedes Organsystem mit der entsprechenden Oberärztin und Oberarzt vertreten ist, mit Wissenschaftlern. Frau Einecke, die über die Impfantwort nach der dritten Impfung sprechen wird und hier insbesondere den Bereich Nierentransplantation vertritt. Herr Gottlieb, den alle Lungentransplantierten kennen, der für die frühe Therapie von Covid-19 nach Organtransplantation sprechen wird. Herr Taubert wird darüber sprechen, was ein Transplantierter nach durchgemachter Covid-19-Infektion, ja, wie der sich vor einer Infektion vielleicht schützen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir hier dann natürlich auch die Frau Niehaus für die Herztransplantierten in der Diskussion dabei haben. Und ich freue mich jetzt, dass als erstes Frau Professor Christine Falk zu uns sprechen wird. Frau Falk ist Direktorin unseres Instituts für Transplantationsimmunologie seit vielen Jahren hier an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist eine ausgewiesene Expertin im Bereich Immunantworten und auch gerade bei immunsuppressiven Patientinnen und Patienten. Und sie ist ja auch viel bekannt, jetzt auch in ihrer Funktion als Präsidentin in der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und Christine, vielen Dank, dass du uns jetzt kurz berichten wird über die ganz wichtige Frage, wie gut wirkt diese Covid-19-Impfung bei Organtransplantierten unter Immunsuppression? Das ist ja wirklich etwas, was uns im Alltag
umgeht, wer darf sich wie wann impfen, wie ist das mit den einzelnen Immunsuppressiva, und was ist mit der vierten, fünften, sechsten Impfung? Da wird Frau Einicke dann gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, das brennt ja jedem. Wie gut wirkt diese Impfung? Wie kann ich das eigentlich messen? Was bieten wir an? Und wir freuen uns sehr. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden Kompetenteren, der uns hier aus unserem Kreis zu dieser Frage berichten kann. Vielen Dank, Christine Falk. Ja, vielen Dank und einen schönen guten Abend an alle. Ich freue mich über diese rege Teilnahme. Ich habe mir überlegt, ich würde für diesen Vortrag einfach nochmal die Grundlagen der Impfung darstellen, damit man vielleicht einen Eindruck davon bekommt, wie das tatsächlich aussieht. Ich hoffe, dass man jetzt meinen Präsentationsbonus sieht. Oder habt ihr noch Noch nicht ja, Präsentationsmodus, vorhin genau. hatten Das ist wieder hier wir mit zwei Bildschirmen. Das ist eine Sekunde. es. Das ist wieder dieser alte Trick, wie Ja. immer. Ich mache das dann doch nochmal anders. Entschuldigung, das ist immer je nachdem, welche Plattform man hat, wird man dann doch nochmal ausgetrickst. Das ist immer so die Frage, wie viel Bildschirm man damit so hat. So, jetzt müsste man eigentlich die Präsentation sehen. Genau, Sehr das geht gut, nämlich dann doch nur wunderbar. so Danke. mit Balken, aber solange man kein Brett vorm Hirn hat, sind die Balken oben und unten dann okay. Ich habe mir überlegt, ich fange an, einmal die Grundlagen der Impfung nochmal kurz zu erläutern, weil das ist eigentlich das, worauf dann alle Fragen aufbauen, um dann auf die Frage zu kommen, was bedeutet das für Personen mit Organtransplantation? Und dann haben wir ja auch einen Teil der Patientinnen und Patienten nach Lungen- oder Herztransplantation untersucht. Und da würde ich Ihnen gerne einmal erklären, wie die Daten zu interpretieren sind und was wir da gesehen haben und auch ein bisschen, wie man diese Immunantwort in Antikörpern sozusagen messen kann. Einmal ganz kurz nochmal, einige von Ihnen haben das schon gesehen. Ich habe sozusagen diesen Teil aktualisiert nach dem, was wir gelernt haben und wie Professor Wedermeier das schon gesagt hat, wir lernen quasi jeden Tag, jede Woche neue Dinge dazu. Für die Impfung wird nur das Spike-Protein eingesetzt und dieses Spike-Protein ist das Stachelprotein, das außen auf diesen Viren drauf, aus diesem Virus drauf sitzt. Zum Glück für uns ist es relativ groß. Da haben nämlich sehr viele Antikörper Platz. Und was ist eigentlich der Sinn der Impfung? Man möchte auslösen, dass es Antikörper gibt gegen dieses Stachelprotein. Und normalerweise interessiert nur uns Immunologinnen und Immunologen, welcher Antikörper an welcher Stelle sitzt. Ob die da oben sitzen, an dieser Rezeptorbindungsstelle oder hier links unten, ist normalerweise etwas, was keinen Menschen außer uns interessiert. Warum wird das jetzt relevant? Weil das Ziel der Antikörper ist einfach, dass man eine Antikörperantwort auslöst, indem man jetzt sozusagen die immunologischen Details gerne verstehen möchte. Denn wir wollen nicht nur irgendwelche Antikörper auslösen, sondern wir wollen als allerwichtigste Antikörper die sogenannten neutralisierenden Antikörper auslösen. Davon haben Sie sicher schon sehr viel gelesen. Welche Antikörper sind das? Das sind die, die hier oben auf diesem grünen Nupsi drauf sitzen. Denn das ist sozusagen der Schlüssel, mit dem sich das Virus mit seinem Schloss, dem ACE2-Rezeptor, die Zelle aufsperrt, hier im Nasenrachenraum. Das Virus kommt angeflogen und versucht, hier in die Zelle reinzukommen. Und die einzigen Körper, die Antikörper, die verhindern können, dass das passiert, sind diese neutralisierenden Antikörper, die hier oben drauf sitzen. Es gibt aber noch andere Antikörper, die hängen sozusagen hier unten dran. Die wären dann hier an dieser sogenannten S1- und S2-Domäne. Diese Antikörper sind zwar auch toll, weil die können nämlich Fresszellen aktivieren, damit, falls das Virus doch in den Körper gelangt, dann die Fresszellen dieses Virus auffressen und verstoffwechseln können, aber die sind nicht in der Lage zu neutralisieren. Diese Details würden uns nicht interessieren, wenn wir nicht Delta und Omikron hätten und uns fragen würden, wie gut hilft die Impfung gegen diese Varianten. Da muss man sagen, sind hier oben diese neutralisierenden Antikörper die zum Teil nicht so gut funktionieren. Die gute Nachricht, und diese Mitteilung ist mir total wichtig, ist, dass wenn man Antikörper bildet, auch diese anderen Antikörper gebildet werden. Und die sind bei allen bekannten Varianten, die wir jetzt haben, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn wir mit dieser Wildtypsequenz immunisiert werden, dass wir immer noch sehr gute Antikörper haben gegen alle Varianten, aber die sind halt nicht neutralisierend, sondern das sind die, die im Blut dann die Fresszellen aktivieren. Wie baut man jetzt einen Impfstoff? Man verpackt den Bauplan für dieses Stachelprotein entweder in die mRNA, das ist das, was wir alle als BioNTech oder Moderna-Impfung kennen, oder in einen Vektor, das ist AstraZeneca, oder das
ist eben noch nicht zugelassen, in ein Protein, das gleich als Protein gespritzt wird. Das wäre zum Beispiel Novavax. Was passiert jetzt bei der Impfung? Um einmal zu verstehen, welche Idee man damit verbindet, warum wir überhaupt Auffrischimpfungen brauchen. Der Körper hat ja noch nie so ein Virus gesehen. Das heißt, er fängt völlig bei Null an. Dann wird die erste Spritze gesetzt, dann merkt man dann im Arm an den Lymphknoten, manchmal auch durch Schüttelfrost, dass das Immunsystem tatsächlich arbeitet. Das sind die Impfreaktionen. Die sind in den ersten Tagen schon oder am Tag danach schon spürbar. Was passiert immunologisch ist, dass im Lymphknoten wird quasi das Team-Corona-Spike-Protein zusammengestellt. Das heißt, die T-Zellen und B-Zellen, die entweder die Antikörper machen, die das Spike erkennen oder so kleine Schnipsel erkennen, das sind dann die T-Zellen. Die können nämlich erst aktiv werden, wenn eine Zelle schon infiziert ist. Warum haben wir am Anfang gesagt, der Stand März war, wir brauchen eine zweite Impfung? Und zwar deshalb, weil wir damit ein immunologisches Gedächtnis auslösen. Damit nämlich diese schöne Antwort, die aus der ersten Impfung angelaufen ist, sich in ein Gedächtnis weiterentwickelt und man kriegt nochmal bessere Antikörper, die vor allem die verschiedenen Regionen von diesem schönen Spike-Protein noch besser erkennen. Was mussten wir dann mit der Zeit lernen? Wir haben gelernt, dass die Antikörper wieder ein bisschen absinken. Das ist ehrlicherweise für uns Immunologen weder überraschend noch besonders beunruhigend. Das macht das Immunsystem immer, weil es halt auch sehr ökonomisch arbeitet. Das heißt, wenn ich die Antikörper nicht brauche, muss ich ja nicht permanent hohe Spiegel erhalten. Das Dumme ist nur, dass wir seit Wochen, und zwar seit den Sommerferien, hohe Infektionszahlen haben. Also erwarten wir von unserem Impfstoff jetzt mehr. Wir wollen, dass möglichst viele Menschen maximale Antikörper haben, und zwar dieser Typ neutralisierender Antikörper, der in der Nase und im Rachen, also hier in den Schleimhäuten sitzt, damit die Geimpften möglichst nicht am Infektionsgeschehen beitragen. Das ist die Diskussion, die Sie jetzt wahrnehmen, um die Frage, warum ist die dritte Impfung auch für die Personen, die keine immunsuppressiven Medikamente haben, besonders wichtig. Deswegen haben wir jetzt die sogenannte Auffrischimpfung. Ich mag diesen Begriff Booster nicht, weil es klingt so, als ob das jetzt irgendwas Spezielles wäre. Das ist es ja nicht. Es ist einfach eine dritte Impfung. Man könnte auch sagen, wir haben gelernt, wenn wir hohe Infektionszahlen haben, brauchen wir maximalen Antikörperschutz, vor allem in der Nase und im Rachen, damit wir hier gar nicht erst infiziert werden. Und dann braucht man einfach drei Impfungen, um diese maximale Antikörperantwort in Nasen, Rachen und Blut möglichst hoch zu halten. Wir kriegen ein immunologisches Gedächtnis, das ist auf jeden Fall da. Deswegen bin ich immer sehr dafür zu kommunizieren, dass egal welche Variante kommt, dieses Gedächtnis und diese Grundimmunisierung aus drei Impfungen wird, wenn man ein gesundes Immunsystem hat, quasi immer dafür sorgen, dass man eine gute Immunantwort hat mit einem Gedächtnis, das dann sofort anspringt, wenn tatsächlich man doch infiziert wird. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der unsere ganze Impfstrategie aufbaut. Ein ganz kurzes Wort zu Omikron, weil das für Sie besonders wichtig ist. Ich will gar nicht so sehr in dieses molekulare Gemuckel gehen, aber Ihnen einmal kurz erklären, dass dieses Omikron kein anderes Virus ist, sondern in der Tat ein Virus, das sich verändert hat in Südafrika, wahrscheinlich Botswana so in der Ecke da im Süden Afrikas. Und es hat viele Mutationen in diesem Spike-Protein mitgebracht. Und das kann man sich vorstellen wie so eine Perlenkette. Man kann nämlich diese Proteine, das ist wie Malen nach Zahlen. Sie haben 1273 Perlen in so einer Perlenkette, die sind so schön gefaltet. Und was Sie hier bekommen, ist, dass einige dieser Perlen sind ausgetauscht. Und diese Austausche in dieser schönen Kette, die man da so hat, führen dazu, dass manche von den Antikörpern nicht mehr binden. Ganz einfach, weil es ist ja nicht das ganze Protein ganz anders oder das ganze Virus, sondern nur ein Teil davon. Und deswegen ist es halt leider so, das Virus hat sich versucht zu optimieren. Das heißt, es versucht besser in die Zellen reinzukommen. Wie macht es das? Es verbessert hier den Nupsi da oben, diese Rezeptorbindungsstelle. Und die Antikörper, die wir gegen den Wildtyp gebildet haben und die neutralisieren sind, die fehlen hier bei Omikron. Das ist der Teil der Immunantwort, wenn die Leute sagen, das ist eine Fluchtvariante, finde ich nicht so toll, weil sie ist ja weder geflüchtet noch auf der Flucht, sondern was sie lediglich macht, ist, dass diese Antikörper hier oben auf dem Nupsi, die sind nicht da. Das heißt, die neutralisierenden Antikörper haben wir nicht. Deswegen ist für alle, die keine besonders gute Immunantwort haben, Omikron deshalb ein wichtiges Thema, sich davor zu schützen, weil es infektiöser ist.
weil hier unsere Abfangjäger, die neutralisierenden Antikörper, nicht mehr aktiv sein können. Die anderen Antikörper sind nach allem, was wir wissen, und wir werden das messen, sobald die entsprechenden Tests vorhanden sind, diese Antikörper wirken sehr wohl noch. Das heißt, die wichtige Info ist, Impfen wirkt trotz der Omikron-Variante und der Impferfolg ist trotzdem vorhanden, nur nicht auf diesem obersten Niveau der neutralisierenden Antikörper. Die T-Zellen erkennen sowieso die Schnipsel aus diesem Bereich da unten. Das heißt, die T-Zellen sehen den Unterschied gar nicht so sehr wie die Antikörper, und die neutralisieren sind halt die, die tatsächlich fehlen. Deswegen ist Omikron ansteckender. Der Umkehrschluss ist, idealerweise muss man jetzt seine persönlichen Schutzmaßnahmen nochmal intensivieren, damit man sich nicht ansteckt, gerade wenn man wie Sie organtransplantiert ist, weil das wissen Sie sehr viel besser als wir alle, wie wichtig es ist, dass Sie sich vor Infektionen schützen, auch vor SARS-CoV-2. Hier unten sind nochmal die Veränderungen von Omikron, das sind schon noch ein paar mehr, aber es sind immerhin um die 30 von 1273, also es sind immerhin noch 1230, 40 sind identisch. Das heißt, die gute Nachricht, das Ding ist nicht komplett anders, aber ein bisschen verändert hat es sich halt schon. Wie kann man das am besten erklären? Hier würde man sehen, dass man, das ist mein Lieblingsbild, das habe ich übrigens für den ehemaligen Gesundheitsminister Spahn mal angefangen, dieses Bild, und in der Zeit jetzt immer weiterentwickelt. Vor der Impfung steht man da quasi, wenn man Fußballfan ist, dann steht man da wie ein Elfmeter ohne Torwart. Das Virus kann ungehindert, da ist keine Barriere, kann einfach die Nasenrachenzellen infizieren und die Menschen können sich einfach anstecken, weil einfach kein Impfschutz da ist und keiner dieses Virus aufhält. Wenn wir jetzt impfen, dann haben die Leute, die einen kompletten Immunschutz haben, quasi Antikörper gegen alle Regionen inklusive den NUPSI, also auch neutralisierende Antikörper. Das heißt, wir haben drei Abwehrlinien aufgebaut, wenn man einen guten Impfschutz aufgebaut hat, mit drei Impfungen zum Beispiel, zwei oder drei. Das heißt, wir haben oben diese IgA-Antikörper in der Nase, in den Schleimhäuten. Die sind die erste Abwehrfront. Dann haben wir diese schönen Antikörper im Blut. Die sind die zweite Abwehrfront, weil die sind für die Fresszellen zuständig. Und dann haben wir noch in den Lymphknoten die T-Zellen, die nur darauf warten, falls mal einer infiziert wird, könnte diese Zelle sofort eliminiert werden. Das heißt, die erste Abwehrfront hier, diese neutralisierenden Antikörper, sind die erste Schutzschicht. Und wenn die steht wie eine Eins bei der Abwehr, dann kommt das Virus überhaupt gar nicht erst in die Zelle rein. Das ist das, was wir gerne für alle Menschen erreichen wollten, dass das Virus abprallt und gar nicht erst Zellen infizieren kann. Das sind die sogenannten High Responder. Was passiert bei den Low Respondern? Das sind quasi Durchbruchskandidaten. Ich bin auch so einer. Natürlich gucken wir uns unsere Antikörper ganz genau an. Ich habe auch diese erste Abwehrfront nicht so wirklich und schon gar nicht gegen Delta. Da wird gegen Omikron nicht mehr viel übrig sein. Ich habe aber diese anderen Antikörper, die da unten binden im Blut, ganz schön. Und ich habe vor allem schöne T-Zellen. Das heißt, die zweite und die dritte Abwehrfront stehen hier wieder eins. Aber die erste Abwehrfront steht nicht. Das sind die Menschen, die können sich halt noch infizieren, aber eigentlich springt dann hier dieses Immunsystem an in der zweiten und dritten Abwehrfront und dann hat man in der Regel einen leichten Verlauf, weil das ist ja schon vorgeformt, dieses Immunantwortpaket aus den Antikörpern und aus den T-Zellen. Was man jetzt mit der Auffrischung macht, mit einer dritten und nachfolgenden Impfungen, versucht man von den Low-Respondern auf das High-Responder-Niveau zu kommen und nochmal neue Antikörper, idealerweise auch neutralisierende, auszulösen, sodass man einfach den maximalen Immunschutz auslöst, den man irgendwie haben kann. Und mit diesem Fußballbild kann man vielleicht sich so ein bisschen vorstellen, wie das mit der Abwehr ist und dass da immer zwei dazugehören. Das Virus, das rein versucht reinzukommen, und die Abwehrlinien, die wir haben, normalerweise haben wir drei. Wenn die erste bröckelt, haben wir die anderen zwei immer noch. Und wenn wir jetzt da mit der dritten Impfung nochmal eine Auffrischung machen, versuchen wir alle Leute auf das höchste Niveau zu kriegen, das wir haben können. Das brauchen wir auch, weil wir sehr hohe Infektionszahlen haben. Deswegen ist das die ganz klare Strategie. Was bedeutet das jetzt für Menschen mit Immunsuppression? Natürlich ist es so, dass die Immunsuppression für sie ganz besonders wichtig ist, weil es ja das Schutzschild sozusagen darstellt, damit das transplantierte Organ nicht abgestoßen wird. Und diese Balance kennen sie für andere Infektionen. Je mehr Schutz, desto weniger antivirale oder antibakterielle Aktivität. Das heißt, wie man das am besten einstellt, ist ja sowieso etwas, was sie immer begleitet. Es ist allerdings so, dass man sieht bei den empfohlenen Impfstoffen,
sieht man eben genau das, dass das Immunsystem sich schwer tut, weil sie Medikamente nehmen, die zum Beispiel wie Calcineurin-Inhibitoren, die dämpfen einfach diese T-Zell-Aktivierung und auch die B-Zellen. Das heißt, da kann das Immunsystem nicht so reagieren auf die Impfung, wie es gerne möchte. Und da fehlt ein bisschen die Aktivität auf der T-Zell-Seite und der B-Zell-Seite. Die Steroide machen eine ähnliche schwächere Aktivierung der T-Zellen. Das MMF hemmt die T-Zellteilung. Das heißt, auch da haben Sie drei Substanzen, die auf verschiedenen Ebenen dafür sorgen, dass die T-Zellen und die B-Zellen nicht mehr so können, wie sie gerne wollen. Und natürlich eine ganz besondere Situation sind Patientinnen und Patienten, bei denen die B-Zellen so gestört haben, dass sie über Rituximab oder andere Medikamente quasi eliminiert wurden aus dem Blut. Dann hat man natürlich so ein bisschen wie aus diesem Film ziemlich beste Freunde, keine Arme, keine Schokolade. Das ist so keine B-Zellen, keine Antikörper. Und das ist natürlich eine Situation, die dann dazu führt, dass tatsächlich gar keine Antikörper gebildet werden. Aber zumindest die T-Zell-Antwort sollte dennoch funktionieren. Das heißt, es ist sehr individuell abhängig davon, wie die Immunsuppression gestaltet ist. Und zusammen mit Jens Gottlieb und Heidi Niehaus haben wir uns hier überlegt, für die Lungen- und Herztransplantierten einen Antikörpertest zu machen und anzubieten, mehr als 4 Wochen nach der zweiten Impfung. Und wir gucken uns eben im Vergleich zu vielen anderen Labors eben genau diese 3 Antikörper an. Und was man hier sieht, ist, dass wir gesunde Spender als Kontrolle genommen haben. Sie können sich jetzt fragen, wer die gesunden Spender sind. Die laufen hier so in der Gegend rum. Sie sehen hier in diesen wirklich knallblauen Punkten hier, dass das ist der Zeitpunkt von Normalspendern, ungefähr 3 Wochen nach der zweiten Impfung. Man fängt bei 0 an und alle Leute sind hier wirklich gut dabei. Hier sind die Low Responder, da bin ich einer von. Das sind die Leute, die keine so ganz so tolle Antwort machen, aber ansonsten sind gegen alle 3 Regionen, die Sie sehen, die Antworten sehr gut. Dann kann man hier eine Art Eingruppierung machen und sagen, entweder hat man keine Antwort, das ist nicht der Fall bei den gesunden Leuten, oder man hat eine richtig gute Antwort, das sind die hier oben, oder man hat halt so eine bisschen schwache Antwort, das wären Leute wie ich, sodass man sagen kann, wer ist High Responder, das sind sozusagen die Streber, die liegen hier oben, die Low Responder, die haben noch eine gute Antwort, nicht ganz so toll, und dann die Leute, die negativ sind, und Sie sehen hier, wir haben auch eine Oldie-Gruppe mit Ü80 oder Ü70-Jährigen. Da sieht man, dass die Impfung auch bei denen sehr gut funktioniert. Wie sieht das jetzt bei den Lungen- und Herztransplantierten aus? Sie sehen hier die Zahlen. Es ist einfach so, wie erwartet. Bei den Lungen ist es sogar so, dass nur 46% der Lungentransplantierten Antikörperantwort gemacht haben, egal gegen welche Region. Und bei den Herztransplantierten sieht es besser aus mit 78%. Hier sehen Sie den Vergleich, die Lungen gegen die Herzen in diesen 3 Regionen, die S1-Region hier oben, die S2-Region, diese schönen Antikörper hier und die Rezeptorbindungsdomäne hier der NUPSI. Sie sehen hier, dass die Herztransplantierten generell etwas höhere Antikörperantwort machen als die Lungentransplantierten. Das heißt, man sieht schon, dass es einen Unterschied gibt durch die Immunsuppression. Und wenn man sich jetzt diese 3 Antigene anguckt, ist mir ein Punkt ganz wichtig. In der Routinediagnostik wird diese S2-Domäne gar nicht mitgemessen. Das ist aber die, die, wenn dann überhaupt noch die höchsten Werte erzielt. Das heißt, theoretisch ist die Antikörperantwort gegen diese konservierte Region hier unten noch ein Ticken besser, als man das in den Routine-Assays sehen würde. Und bei den Herztransplantierten ist es auch so. Das ist insofern ganz wichtig, als dass auch die sind, die zum Beispiel auch gegen Delta und Omikron reagieren würden. Also es ist so, dass es natürlich eine eingeschränkte Immunantwort gibt. Das haben wir erwartet. Bei den Lungen hätte ich gedacht, dass es ein bisschen mehr ist, aber es ist eben doch eine sehr starke Immunsuppression. Und deswegen sieht man aber auch, dass sozusagen tatsächlich diese Immunsuppression einen starken Einfluss hat auf die Immunantwort. Und damit habe ich sozusagen versucht, in der Kürze der Zeit zu sagen, wie stellt sich die Situation dar? Man sieht tatsächlich, dass die Antikörperantwort eingeschränkt ist, bei den Lungentransplantierten noch mehr als bei den Herztransplantierten. Und die Personen, die keine B-Zellen haben, können tatsächlich keine Antikörper machen, das sieht man auch. Gunilla Einecke wird dann gleich noch darüber referieren, was man weiß über die 3. und eine weitere Impfung. Im Prinzip ist es so, wer so ein bisschen eine Immunantwort schon hatte, profitiert am meisten von einer 3. und nachfolgenden Impfung. Und deswegen muss man nochmal genau hingucken, wie man dann mit den Patientinnen und Patienten
umgehen und ihnen helfen kann, die keine Antikörperantwort machen. Und damit beende ich an der Stelle diesen kurzen Einblick. Und ich denke, wir werden die Fragen sammeln und dann am Schluss stellen. Deswegen beende ich hier die Präsentation und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Also super, klasse, Christine. Wie immer ganz klar und auch deine Wortwahl finde ich gut. Ich habe Impfstreber mir gemerkt. Ich habe molekulares, wie hast du das, Gedöns genannt? Molekulares Gemuckel stammt Gemuckel aus Marburg, der das mal geprägt hat. Ich fand den Begriff so schön, molekulares Gemuckel. Nee, ich glaube aber, vielen Dank auch nochmal für die Klarstellung, gerade insbesondere, was ja viele umtreibt, die Bedeutung der Omikron-Variante, was das für uns heißt, dass ich eben in deinem Fußballbild die erste Abwehrreihe, da werden wir Probleme haben, aber dass wir noch die zweite und dritte haben, die uns da wahrscheinlich noch helfen wird. Es sind unglaublich viele Fragen im Chat. Du kannst die selber mal so ein bisschen vorscreenshot, vielleicht nur ein oder zwei Fragen. Du hast die einzelnen Effekte nachgesehen. Der Immunsuppression auf die Immunantworten gezeigt. Da waren zwei Fragen. AZA und mTOR-Inhibitoren, weil das ja einige bekommen. Kannst du nur, also das MMF schlecht ist, das ist in einigen Leitlinien ja auch erwähnt, die anderen so ein bisschen neutral. Kurzes Wort zu AZA und zu mTOR. Ja, da ist es auch so, dass vor allem bei mTOR ist es nicht ganz so stark, das ist auch schon publiziert worden, dass es da nicht so einen ganz starken Einfluss hat. Und bei AZA ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach Dosierung hat es natürlich schon einen Einfluss, aber nicht ganz so stark wie bei dem Regime, das bei den Lungentransplantierten gegeben wird. Wird Jens Gottlieb vielleicht auch noch was dazu sagen. Also es hat tatsächlich so graduelle Unterschiede, je nach Immunsuppression. Und nochmal deine Einschätzung zu den Mykophenolat. Das ist ja so ein ganz bisschen unterschiedlich auch in den Empfehlungen, was die unterschiedlichen Organsysteme angeht. Es wurde ja relativ früh gesagt, oh, man soll vielleicht sogar MMF umsetzen. Wie schätzt du das ein? Also gerade wie schlecht ist Mykophenolat wirklich in diesem Kontext? Also da würde ich immer sagen, das würde ich gerne an die Kliniker zurückgeben, weil das Wichtigste ist ja tatsächlich, das Organ zu schützen. Und sekundär sozusagen dann die Frage der Immunantwort. Natürlich ist es so, je weniger MMF, desto besser. Aber die Frage ist halt tatsächlich diese Abwägung für den Schutz vor Abstoßung. Insofern würde ich die Frage tatsächlich lieber den Klinikern nochmal dann retournieren nach deren Vorträgen. Also auch hier, das können wir am Ende noch diskutieren, aber auch hier würde ich jetzt schon an meine Kollegen dann noch weitergeben, wir wägen das sehr genau ab und ich glaube, es nützt überhaupt nichts wegen einer möglichen Unterschied in einer Immunantwort, jetzt zu viel rumzuspielen, das Organ zu gefährden. Und vielleicht als allerletzte ganz kurze Frage, kann man zu viele Antikörper haben? Ich glaube, Herr Zimmermann fragt hier, habe ich zu viele Antikörper nach Impfung? Kann das sein oder... Nee, kann man nicht. Vor allem mit Omikron quasi und Delta kann man nicht. Das ist auch nicht so, dass das Immunsystem dann sozusagen überreagiert, sondern man erreicht dann schon irgendwann das Maximum und dann geht es auch nicht mehr mehr. Da kann man auch nicht mehr rausholen. Aber zu viel kann man eigentlich nicht haben, schon gar nicht in diesen Zeiten, muss man ehrlich sagen. Super. Also erstmal vielen Dank. Wir diskutieren später noch weiter. Viele, viele Fragen. Du kannst mal screenen. Wir können das jetzt nicht alles covern und auch, weil die Frage war, ja, wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Wir werden das auf die entsprechenden Homepages stellen und Sie haben die Möglichkeit, sich hinterher das noch einmal anzusehen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Und jetzt freue ich mich, Frau Privatdozentin Dr. Gunilla Einicke, Ihnen anzukündigen. Frau Einicke wird sich jetzt mit der Frage beschäftigen, was Frau Falke eben angedeutet hat. Jetzt gehört man leider zu denen, die nach der dritten Impfung keine messbare Antikörperantwort haben. Und Frau Einicke, ich weiß nicht, ob Sie den Chat schon verfolgt haben. Hier sind ja auch einige dabei, die haben schon 4 Impfungen hinter sich. Und wir sind gespannt, was Sie jetzt empfehlen, Frau Einicke, aus der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen und bei uns an der Medizinischen Hochschule Hannover von internistischer Seite für die Nierentransplantation verantwortlich. Vielen Dank, Frau Einicke. Ja, vielen Dank. Ja, von mir auch erstmal schönen guten Abend an alle Teilnehmer. Ich freue mich sehr über die rege Teilnahme. Und man hat schon eine Frage im Chat gesehen, dass die Frage nach der dritten Impfung keine Immunantwort und was soll ich jetzt machen, die haben wir in der Ambulanz auch jetzt täglich mehrfach, sodass das tatsächlich allen unter den Nägeln brennt, sodass ich glaube, die dritte Impfung an sich ist schon gar nicht mehr das Thema, sondern im Grunde sind wir jetzt schon in den Fragen, ja,
ein oder sogar zwei Schritte weiter, wie Herr Wedemeyer sagt. Einige haben ja offensichtlich sogar schon 4 Impfungen bekommen. Und um es mal vorwegzunehmen, eine klare Antwort, wie man jetzt umgehen soll damit, wenn nach der dritten Impfung keine Antikörper oder keine Immunantwort messbar ist, habe ich erstmal noch keine klare Antwort. Und es ist so, dass es im Moment auch unsere Strategien, die wir versuchen zu entwickeln, sich täglich ändern, weil die Situation sich im Moment einfach permanent und sehr, sehr schnell ändert. Das Ziel, glaube ich, sollte sein, dass wir schon dahin kommen, dass wir auf irgendeinem Wege eine gute Impfantwort erreichen. Da ist es aber so, dass man schon, wenn nach 3 Impfungen man keinen Erfolg gehabt hat, glaube ich, schon nochmal innehalten sollte und wirklich gut überlegen, was man jetzt macht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man mit dem gleichen Schema weitermacht, dass dann eine 4. oder 5. Impfung was bringt, wenn die 3 vorher nichts gebracht haben, ist nicht sehr hoch. Es gibt einzelne Patienten, die tatsächlich nach der 4. Impfung, so berichten mir das Kollegen, eine Immunantwort entwickelt haben. Das heißt, diese gibt es, aber die Anzahl der Patienten, die nach einer 4. Antwort dann plötzlich eine Immunantwort aufbauen, wenn es nach der 3. nicht so war, ist schon sehr gering, sodass ich glaube, mit dem gleichen Schema immer weiterzumachen, ist wahrscheinlich nicht zielführend. Sodass jetzt aber die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Und da sind verschiedene Dinge schon angeklungen. Man kann natürlich nachdenken über Dinge, ich wechsle jetzt nochmal den Impfstoff, weil da gibt es ja auch Daten zu, dass Kreuzimmunisierung mit anderen Impfstoffen möglicherweise zu einer besseren Immunantwort führen. Es gibt Daten aus Dresden, die sagen, dass bei transplantierten Patienten Moderna eventuell zu einer etwas besseren Immunantwort führt. Aber das sind alles immer nur so Puzzleteile, die wir haben. Ich glaube, das ist keine so ganz, ganz klare Situation, aber das sind Dinge, die man sich überlegen kann. Die nächste Überlegung ist tatsächlich, was mache ich mit der Immunsuppression? Aber das ist ja auch schon angeklungen, wirklich ein ganz, ganz heißes Thema und sehr heikel. Und ich glaube, da muss man auch die verschiedenen transplantierten Organe wirklich getrennt betrachten, weil das Abstoßungsrisiko bei den unterschiedlichen Organen sehr verschieden ist und es ist auch individuell sehr verschieden, sodass ich glaube, da kommen wir in Bereiche, die man wirklich nicht über einen Kamm scheren kann, sondern wirklich wir jetzt gucken müssen, dass wir individuell oder für Patientengruppen da Vorschläge machen. Wir sind dabei, für die nierentransplantierten Schemata zu erarbeiten, wie wir für einzelne Patientengruppen die Immunsuppression entweder umsetzen oder reduzieren. Es gibt, die Charité hat damit bereits begonnen, dass die bei einzelnen der nierentransplantierten Patienten für längere Zeit für 4 Wochen das CLZ pausieren und dann eine 4. Impfung machen. Und in den vorläufigen Daten sehen die sehr gute Ergebnisse, sodass das schon eine Überlegung wert ist, sage ich mal, aber die muss sehr, sehr sorgfältig abgewogen werden. Und da würde ich Sie wirklich alle bitten, nicht selbstständig sowas zu machen. Aber wir seitens der Nierentransplantation werden daran arbeiten, für einzelne von Ihnen solche Vorschläge zu machen oder auch Änderung der Immunsuppression. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Und was wir vor allem im ersten Schritt dafür brauchen, ist, dass wir versuchen, diese weiteren Impfaktivitäten jetzt ein bisschen zu synchronisieren. Weil zumindest für die Nierentransplantierten ist es so gewesen, dass einige, dass sie ja alle im niedergelassenen Bereich ihre Impfungen bekommen haben und einige Praxen haben sehr früh schon Antikörpertiter gemessen und dann eine 3. oder auch 4. Impfung gemacht. Analog der Hepatitis-Impfung, wie wir das kennen. Andere von Ihnen haben jetzt tatsächlich erst mit den offiziellen Empfehlungen auch für eine Boosterimpfung dann die 3. Impfung bekommen, sodass im Moment unsere Patientenkohorte, die wir betreuen, sehr, sehr heterogen ist hinsichtlich des Vorgehens bei den ersten 3 Impfungen. Und da wäre mir sehr dran gelegen, dass wir versuchen, da jetzt mal eine gute Übersicht zu bekommen, dass wir die nächsten Schritte ein bisschen synchronisierter planen können, damit wir auch die Chance haben, ein bisschen besser zu bewerten, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil wir, glaube ich, jetzt auch mit dem Auftauchen der neuen Omikron-Variante schon damit rechnen müssen, dass uns das Thema Impfen für längere Zeit erhalten bleiben wird. Es ist ja schon die Rede davon, Impfstoffe anzupassen. Und wenn das alles so kommt, dann glaube ich,
werden wir noch über längere Zeit uns mit dem Thema Impfen gegen Corona beschäftigen müssen. Und umso wichtiger ist es, dass wir tatsächlich gute Strategien entwickeln und wissen, was funktioniert und nicht, damit wir dann auch ein bisschen besser beraten können. Wir haben deshalb für die nierentransplantierten Patienten letzte Woche ein Rundschreiben rausgeschickt an alle Patienten, die in den letzten 2 Jahren bei uns in der Ambulanz waren, und bitten sie alle, uns ihren aktuellen Impfstatus und eventuell schon durchgeführte Antikörpermessungen mitzuteilen, damit wir überhaupt mal jetzt eine Übersicht haben, wie der aktuelle Stand ist. Ich hoffe, dass Sie alle dieses Schreiben bekommen. Sollte in der Post sein, und ich würde Sie bitten, uns möglichst rasch da entsprechende Informationen zukommen zu lassen. Es wird uns helfen, möglichst rasch jetzt Strategien dann auch zu entwickeln. Das ist der eine Punkt, versuchen die Impfung dann doch auch nach einer dritten, bislang nicht erfolgreichen Impfung noch so zu wandeln, dass sie eine Immunantwort entwickeln können. Die zweite Alternativmöglichkeit ist eine sogenannte passive Impfung. Passive Impfung bedeutet, dass wenn man die Antikörper nicht selber bilden kann oder nicht gebildet hat, dass man diese Antikörper geben kann. Das gibt es schon lange, dieses Konzept. Zum Beispiel bei Tetanus-Impfungen wird das schon lange gemacht, wenn man sich verletzt hat und einen Tetanusschutz braucht, aber die letzte Impfung schon sehr, sehr lange her ist, dann wird meistens parallel eine aktive Impfung durchgeführt und parallel dazu kann man auch passiv dann impfen. Und das gleiche Konzept gibt es für Corona jetzt tatsächlich auch. Da gibt es Antikörper, die man spritzen kann und die dann für eine gewisse Zeit auch einen Immunschutz gewährleisten. Das ist aber natürlich nur die Antikörperschiene, und die T-Zellschiene, die Frau Falk Ihnen erklärt hat, fehlt dann natürlich trotzdem noch. Das heißt, Antikörper geben und den Antikörperschutz so passiv transferieren ist schon mal sehr, sehr hilfreich vermutlich. Aber dennoch fehlt ein Teil des Immunsystems, und deshalb, wie gesagt, wäre eine erfolgreiche Impfung natürlich schöner. Aber wenn das nicht klappt, hätte man diese Möglichkeit. Da gibt es jetzt verschiedene Präparate von verschiedenen Firmen, zum Teil sogar schon zugelassen und der Einsatz hat schon begonnen. Andere sind noch in Vorbereitung und sind noch nicht zugelassen. Das ist im Moment, wird es hauptsächlich eingesetzt in der Frühphase nach einer Infektion. Dazu wird Herr Gottlieb gleich sicherlich noch was sagen. Es ist aber grundsätzlich, gibt es auch die Möglichkeit, schon bevor man sich überhaupt infiziert hat, diese Antikörper zu geben und damit einen passiven Schutz aufzubauen. Das ist grundsätzlich natürlich interessant für alle transplantierten Patienten, aber es ist im Moment noch nicht so weit, dass wir das wirklich flächendeckend auch einsetzen können. Das hat verschiedene Gründe. Das hat was mit der Verfügbarkeit dieses Medikamentes zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass es von der Verteilung her nicht einfach über Apotheken allgemein zu beziehen ist. Das heißt, da gibt es auch noch logistische Probleme. Wir haben das aber auf jeden Fall schon auf dem Schirm und kümmern uns sehr intensiv darum, dass wir diese Möglichkeit der passiven Immunisierung und der passiven Impfung auch anbieten können. Wie gesagt, mit dem, was zugelassen ist, im Moment noch sehr verhalten, aber wir arbeiten dran, dass wir das möglichst zeitnah auf breiterer Basis Ihnen auch anbieten können. Das Ganze hat noch einen kleinen Haken, und das ist wiederum die neue Omikron-Variante, wo erste Daten zeigen, dass diese Antikörper, die man spritzen kann, möglicherweise nicht gut gegen diese Omikron-Variante wirken, sodass wir im Moment nicht genau wissen, wie hilfreich das dann tatsächlich in wenigen Wochen sein wird. Und da warten wir sehnsüchtig noch auf weitere Informationen von den entsprechenden Firmen. Wir rechnen aber damit, dass die schnell zur Verfügung stehen werden, und dann können wir da auch weiter planen. Und wir werden Sie da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Meine Bitte wäre deshalb tatsächlich mit Dingen wie vierter Impfung, das jetzt nicht übereilt zu machen. Ich verstehe die Dringlichkeit, die sehen wir auch, und dass das natürlich schon eilig ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, das nicht übereilt jetzt zu machen, sondern wirklich zu versuchen, das in einem klaren Konzept begleitet nach Möglichkeit auch. Da bemühen wir uns drum, mit entsprechenden Antikörpermessungen, eventuell, soweit es möglich ist, auch T-Zellmessungen. Das müssen wir nochmal klären, damit wir dann wirklich da schematisch vorgehen und Ihnen da, Sie dann auch besser beraten können und Ihnen sagen können, was funktioniert und was nicht.
Das heißt, das wäre der aktuelle Stand. Es ist leider recht wenig konkret, aber wie gesagt, wir sind da dran und werden Sie informieren, sobald wir da Ihnen konkret weitere Angebote machen können. Und wie gesagt, für die Nierentransplantierten ist das Schreiben rausgeschickt und wir freuen uns über jede Antwort, die wir kriegen. Super, vielen Dank, Frau Einecke, auch für diese klaren Sachen und auch die Perspektiven, die schon da sind. Jetzt habe ich zwei, drei ganz konkrete Fragen, bevor wir jetzt in die späteren Diskussionen gehen. Jetzt nochmal, Sie haben gesagt, die Berliner haben teilweise 4 Wochen MMF-Pause gemacht vor der Impfung. Hier im Chat hat jemand geschrieben, dass ich glaube, pro Graf am Tag vorher und am Tag nach der Impfung Pause gemacht wurde. Macht sowas Sinn? Also ich glaube, das muss man sich als allererstes mal individuell angucken. Die Daten sagen, dass CellCept, also das MMF, tatsächlich sehr viel, das Medikament ist, das am ungünstigsten ist für die Impfung, sodass es sicherlich, wenn man überhaupt zu dem Punkt kommt, dass man an der Immunsuppression drehen will, es sicherlich sinnvoller ist, an dem CellCept zu drehen als an dem Prograf. Und irgendwas brauchen wir auch noch zum Schutz des Organs. Wir können jetzt nicht einfach alles rausnehmen, das geht ganz sicher nicht. Und wesentlich ist natürlich auch nur einen Tag vorher und einen Tag danach. Das wird nicht ausreichen, um eine ausreichende Impfantwort zu gewährleisten, weil die Zellen ja nach der Impfung auch eine Zeit brauchen, bis zu wachsen und sich zu vermehren und zu reagieren. Das ist nicht innerhalb von 1 oder 2 Tagen getan. Und deshalb glaube ich, 2 Tage irgendwas zu pausieren, wird nicht so viel helfen. Und deshalb glaube ich, ist das nicht sinnvoll. Vielleicht nochmal eine kurze Frage zur Testung selber. Da gibt es ja auch einige Fragen und Sie haben es selber gesagt, teilweise werden Tester auf den Weg gegangen. Vielleicht kann Christine Falke auch noch ein Wort sagen. Sie hat ja vorhin schon gesagt, was wird eigentlich gemessen in diesen Routinetests, wo ja so ein bisschen durcheinander ist. Also die allererste Frage bei nicht organtransplantierten Patienten, die ich in meiner Ambulanz mit anderen Lebererkrankungen sehe, den sage ich ja, lass diese Testerei. Weil sie nur Verunsicherung verursacht und letztlich keine Konsequenz hat bei den Nicht-Organtransplantierten. Gilt das auch für Nieren, Herz, Lunge, Lebertransplantierte? Würden Sie aus einer Testung eine therapeutische Konsequenz, Klammer auf Boosterimpfung oder passive Immunisierung hervorleiten? Also vielleicht, würde gleich an Christine übergeben, aber ich würde dazu noch mal kurz was sagen. Also bislang haben wir uns auch seitens der Nierentransplantation auf den Standpunkt gestellt, routinemäßige Testung haben wir nicht empfohlen, weil es, wie Sie sagen, auch eigentlich keine therapeutischen Konsequenzen hatte. Das ändert sich jetzt etwas mit Hinblick auf die passive Impfung. Weil bevor wir eine passive Impfung machen, brauchen wir natürlich eine Information darüber, wer hat denn auf die Impfung angesprochen. Und es sind ja schon auch einige Patienten, es ist ja nicht so, dass kein Transplantierter anspricht, sondern ein Teil spricht an. Und da würde es ja gar keinen Sinn machen, diese Patienten jetzt mit einer passiven Impfung oder auch einer vierten Impfung zu behandeln, sodass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo wir tatsächlich, glaube ich, schon eine Testung brauchen. Und da eröffnet sich das nächste Dilemma. Und das würde ich dann an Christine Falk übergeben, mit welchem Test denn überhaupt? Weil das, was wir ja eigentlich wissen wollen, sind die neutralisierenden Antikörper. Und das ist ein Test, der in den meisten Routine-Testlabors halt genau eben nicht angeboten wird. Und auch die T-Zell-Antwort wird auch nicht routinemäßig gemessen. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, sodass das jetzt schon ein Problem ist. Wir haben uns jetzt überlegt, für die, wie gesagt, das gilt jetzt wieder erstmal nur für die Nierentransplantierten, dass wir jetzt schon mit so einem Routinetest erstmal gucken würden, wer hat denn überhaupt Antikörper? Weil wenn jemand schon in diesem Routinetest gar nichts hat, dann können wir schon mal davon ausgehen, dass er auch in den genaueren Tests auch nichts hat, sodass wir das jetzt so ein bisschen als Vorscreening erstmal nehmen würden, wie wir dann mit denen umgehen, die in den Routinetests schon ein bisschen was haben. Ich glaube, das müssen wir dann nochmal besprechen. Aber genau dafür ist jetzt wichtig, erstmal eine Erhebung zu machen und auch mal zu gucken, wie ist denn eigentlich die Testhäufigkeit bei den niedergelassenen Kollegen? Was wird denn überhaupt gemacht? Welche Tests kommen denn zum Einsatz? Dass man da auch mal ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was ist denn in der Peripherie irgendwo an der Nordseeküste überhaupt machbar, weil es hilft uns ja nichts, wenn wir tolle Tests haben und genau wissen, wie es vielleicht geht, was
aber es muss ja auch irgendwie durchführbar sein und deshalb brauchen wir immer so ein bisschen Gefühl dafür, was passiert bei den niedergelassenen Kollegen. Und dann müssten wir da mit Christine Falk nochmal sprechen, wie wir dann halt, wie gesagt, mit denen umgehen, die in diesem Routinetest schon ein bisschen was haben. Christine? Genau, würde ich auch so sehen. Also wir wollten für uns bei den Herz- und bei den Lungentransplantierten, haben wir eben besprochen, dass wir gerne sehen wollten, wer gar keine Antikörperantwort hat. Und das ist ja schon ein großer Anteil. Und da ist es schon gut zu wissen, dass da tatsächlich keine Antikörper da sind, denn da ist vielleicht die Möglichkeit, dass noch T-Zellen da sind, nur diese T-Zell-Äste sind extrem aufwendig. Das können wir hier mit diesem kleinen Labor auch nicht stemmen, für so viele Patientinnen und Patienten diese T-Zell-Assays laufen zu lassen. Da bräuchte man ein großes Routinelabor, das sind wir halt nicht. Wir sind ein kleines Forschungslabor. Das ist echt eine Ressourcenfrage an der Stelle jetzt auch. Aber gut zu wissen ist immer, wenn man keine Antikörper hat oder eben doch, ob die dann neutralisieren sind, ist, wie Gunilla richtig gesagt hat, dann nochmal ein weiterer Test. Die sind sehr aufwendig und die sind dann sozusagen, da wird es richtig knifflig, ab wann ist es neutralisierend und wie viele hat man das, kriegen Sie auch in der normalen Diskussion mit, jetzt mit der Frage, wie viel Omikron wird neutralisiert. Da würde ich auch sagen, da diskutiert man sich möglicherweise an der falschen Stelle ab. Die wichtigen Informationen sind einmal, wenn jemand gar keine Antikörper hat, ist es sicherlich eine wichtige Info. Die Menschen, die noch eine Antikörperantwort aufbauen konnten, sind auch die in der transplantierten Gruppe, die dann von einer dritten Impfung tatsächlich zu einem Großteil profitiert haben. Das haben Doris Segev und die Kollegen in den USA ganz schön gezeigt an größeren Kohorten. Und dann ist die Frage tatsächlich, wie man prophylaktisch angeht. Das würde Jens Gottlieb ja auch nochmal gezielt dann besprechen. Denn es ist tatsächlich so, bisher gab es ja kaum eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, wenn gar keine Antikörper da waren. Die gäbe es jetzt unter Umständen doch, auch wenn das alles erst anläuft. Und auch das natürlich sehr gut bedacht sein muss. Deswegen ist das die Übergabe sozusagen an Jens Gottlieb. Aber generell bei den Transplantierten grob zu wissen, wo man steht, ist, glaube ich, jetzt doch auch eine gute Idee. Wir werden gleich die Antikörper bei Jens Gottlieb diskutieren. Aber Christine, noch mal eine ganz kurze Frage. Kann ich, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und der sagt, ich will jetzt meine Impfantwort messen und schickt eine Probe weg in irgendein Labor und dann kommt ein Ergebnis zurück, was weiß ich, so und so viel Units, die es da gibt. Kann ich das glauben? Ist das vergleichbar? Ist das so speziell? Und nochmal dann die zweite Frage, die was Frau Eineke ja auch eben sagte, messen die deine First- oder Second-Line-Fußballverteidigungslinie? Was kriege ich denn da für einen Wert? Die können nicht unterscheiden. Die meisten Routinelabors haben, die meisten haben diese BAUs, habe ich gerade in den Chat geschrieben. Das versuchen wir umzurechnen. Wir haben vor Monaten versucht, diesen WHO-Standard zu kriegen. Sie glauben nicht, was ich alles probiert habe. Irgendwie keiner hat den. Wir haben jetzt eine Idee gefunden, wie wir es umrechnen können. Dann können wir auch diese Binding of Antibody Units, BAU, angeben. Das machen wir jetzt gleich als allererstes im nächsten Jahr. Dieses Jahr geht es nicht mehr. Wenn der Hausarzt das in ein großes Routinelabor gibt, da gibt es verschiedene Assays, die sozusagen normalisiert auswerten sind, die BAU angeben. Und da gibt es tatsächlich sowas wie Grenzwerte, wo man einfach sieht, das sehen Sie auch an dem Ausdruck, unterhalb, ich meine 30 war die Grenze, ist sozusagen keine Antwort messbar. Dann gibt es einen Low-Bereich zwischen 30 und 260. Das sind die, die ein bisschen eine Antwort machen und über 260 wäre eine gute Antwort. So ähnlich wie ich Ihnen das auch gezeigt habe, wir haben halt nur andere Einheiten. Es gibt aber auch Labors, die sagen nur International Units, IEs oder internationale Einheiten. Und da gibt es auch meistens einen Grenzwert. Und die Faustregel ist, wenn man so an diesem Grenzwert entlang schrappt, ist es eher wenig. Wenn man da weit von weg ist, dann hat man doch eher eine bessere Antwort. Die müsst, und das ist tatsächlich der Versuch, auch dass die Routinelabors alle diese BAUs berechnen. Wir können es hoffentlich auch bald, dann kann man es besser vergleichen. Ansonsten muss man meistens sehr genau nachfragen, welcher Test war das, was ist genau gemacht worden. Das ist dann so ein bisschen knifflig, aber das ist jetzt schon auf dem Weg zur Harmonisierung. Ich hoffe, das beantwortet es so kurz. Also ich glaube, wichtige Frage. Und jetzt, bevor wir weitermachen, weil wir sind natürlich schon viel am Diskutieren, eine letzte kurze Frage an Frau Eineke, kurze Antwort. Ich bin transplantiert, organtransplantiert, habe im September meine dritte Impfung bekommen, war letzte Woche beim Testen und habe keine Antikörper nachgewiesen. Vierte Impfung, ja oder nein? Warten Sie nochmal ab und wir werden uns Anfang Januar mit Vorschlägen melden, je nachdem, wie Ihre Immundepression ist, wie wir weitermachen. Ich glaube einfach jetzt direkt vierte Impfung macht erstmal keinen Sinn. Ich würde noch warten, bitte. Und weil wir überlegen müssen, was wir an dem Konzept ändern, bevor wir eine vierte Impfung machen. Okay, klare Aussage, werden wir gleich nochmal weitergeben. Und deswegen geht es jetzt erstmal, vielen Dank, Frau Eineke, es geht später weiter.
Jens Gottlieb, also ich glaube, er hat schon einen wunderbaren Aufschlag von den Kolleginnen bekommen. Frühe Therapie Covid-19 nach Organtransplantation. Das wird einige von Ihnen in den nächsten Monaten auch weiter betreffen. Mit oder ohne Impfung, es wird passieren. Wir werden es früh entdecken und dann ist die große Frage, was machen? Gleich Tocilizumab, gleich 7 Antikörper gleichzeitig spritzen. Was muss ich machen? Jens Gottlieb, seit vielen Jahren, sage ich mal, das Gesicht unserer internistischen Betreuung für lungentransplantierte Patienten, große Erfahrung im Gebiet. Jens, ich bin gespannt. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich hoffe, man sieht die Folien. Ich bin ganz begeistert, wie viele Teilnehmer Super. Hier sind und wie diskutiert wird im Chat. Das ist ja wie auf jedem wissenschaftlichen Kongress hier. Natürlich versuche ich auch einige Fragen in meinem Vortrag abzuhandeln. Ich habe den mal klassisch so aufgebaut, dass man mit Interessenkonflikten anfängt. Und ich sage zur Vorsicht, ich habe mehr als 3 Jahren mal Kontakt mit 3 Firmen gehabt, MSD, Roche und Aktien von Pfizer besessen, die alle in dem Vortrag Produkte in der Pipeline haben, die vielleicht eine Rolle spielen. Ich weise noch mal darauf hin. Ich soll ja über Behandlung reden, also wenn der Transplantierte schon infiziert ist mit dem SARS-2-Virus und ich erkläre das Virus mal zu einem respiratorischen Virus, obwohl es ja viele Organsysteme betrifft. Und aus der Erfahrung wissen wir, dass respiratorische Viren schwierig zu behandeln sind. Und zwar deswegen, weil das Virus ja, und das haben Sie bei den Bildern von Christine Falk schon gesehen, in der Zelle aufgenommen wird und damit vor dem Immunsystem verborgen ist. Und darüber hinaus benutzt es auch den Stoffwechsel der Zelle, um sich zu vermehren. Und dadurch sind natürlich alle Ansatzpunkte, wenn es um die Stoffwechselvorgänge des Virus geht, natürlich gleichzeitig zielt man gegen körpereigene Stoffwechselvorgänge, was natürlich sehr nebenwirkungsreich ist. Ein weiteres Problem ist, dass sich respiratorische Viren, und da ist SARS-2 ein gutes Beispiel, sehr schnell vermehren, und zwar bevor die Patienten Symptome haben. Die haben schon eine hohe Viruslast. Und wenn die Patienten dann Symptome haben, hat man schon so viel Viruslast, dass natürlich die Behandlung dann schwierig ist. Und über die schnelle Vermehrung kommt noch hinzu, dass sie sich auch noch schnell verändern und damit resistent gegen Medikamente wirken werden. Und da ist natürlich SARS-2 auch ein gutes Beispiel. Aber die gute Nachricht ist, und das haben wir jetzt gerade ausführlich gehört, Impfungen sind der bevorzugte Weg, sich gegen die Virusinfektionen zu schützen. Und ich glaube, der beste Weg, das zu tun. Wenn man sich den Vermehrungszyklus der Viren anguckt, dann gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Einen hat Christine Weib schon gezeigt, dass das Virus ja erstmal anheften muss und dann in der Zelle aufgenommen werden muss. Und dann wird es entpackt und wird über den zelleigenen Stoffwechsel vermehrt und dann wieder ausgeschleust aus der Zelle. Und natürlich sagt der gesunde Menschenverstand, also alleine das Anheften des Virus über die neutralisierenden Antikörper ist natürlich etwas, was man verhindern muss, weil dann kann man sich den ganzen anderen Kram sparen, wenn man das Virus gar nicht erst reinlässt. Aber so einfach ist es leider nicht. Aber das, was ich Ihnen als Substanzen vorstelle, ein Teil, die monoklonalen Antikörper, wirken gerade auf diesem Wege, dass sie das Attachment, das Anheften des Virus verhindern. Die Covid-19-Erkrankung kann man so in 3 Phasen einteilen. Und es gibt auch einige Patienten, die merken gar nicht so eine Virusinfektion. Aber die meisten Patienten haben so eine Virusphase von ungefähr einer Woche. Das klingt oder fühlt sich an wie ein Erkältungsvirus, dann schließt sich eine Lungenphase an und dann eine sogenannte Entzündungsphase. Nicht alle Patienten machen diese letzten beiden Phasen durch. Jede kann auch in diesen Phasen, kann es zur Heilung kommen. Die meisten Patienten machen aber diese Virusphase durch. Und das ist für die Behandlung wichtig, denn das, was ich Ihnen erzähle, betrifft nur diese Virusphase, die frühe Phase. Ich werde Ihnen nichts erzählen über die Hyperinflammation, das Tocilizumab, was Heiner Wedemeyer erwähnt hat, und auch spezifische Substanzen, die in der pulmonalen oder späten pulmonalen Phase eingesetzt werden. Es gibt eine Definition, wo man diese Phasen auch unterscheiden kann oder die Erkrankungsschwere unterscheiden kann. Und ich rede hier über die Behandlung des asymptomatischen Transplantierten. Auch das ist eine Behandlungsindikation, die milde und moderate Erkrankung und nicht über die schwere und kritische Erkrankung. Schwere Erkrankung erkennt man daran, dass der Patient im Krankenhaus ist und Sauerstoffbedarf hat. Er hat Sauerstoffmangel. Und eine kritische Erkrankung ist der Patient auf der Intensivstation, der schon beatmet und in der ECMO ist. Diese beiden Schweregrade lasse ich aus. Ich rede über frühe Therapie.
Frühsymptome der Covid-Erkrankung unterscheiden sich eigentlich nicht wesentlich von anderen respiratorischen Viren, mit der Ausnahme der Geruchs- und Geschmacksstörung, die etwa 90% der Befragten vom RKI angegeben hat bei der Diagnose der Infektion. Aber 17% laut Robert-Koch-Institut haben keine Symptome. Und die Spätsymptome sind im Verlaufe der 20 Monate Pandemie seltener geworden, also weniger Krankenhausaufnahme, weniger Intensivaufnahme, weniger Sterblichkeit auch der Patienten. Das heißt aber nicht, dass sich das Virus verändert hat. Das zeigt vielleicht, dass sich auch die Patienten, die betroffenen Patienten geändert haben. Das waren am Anfang vor allen Dingen ältere Patienten. Das zeigt aber auch vielleicht, dass die Impfung wirkt, die auch unabhängig von der Antikörperantwort vielleicht vor diesen schweren Verläufen, vor dem tödlichen Verlauf und der Intensivaufnahme schützen kann. Covid-19 und Transplantation ist etwas anderes als der nicht immunsupprimierte, der eine Sterblichkeit von 0,8% in den letzten Daten des Robert-Koch-Instituts hat. Diese Daten aus den USA am Anfang der Pandemie, im Mai 2020, die letzten Patienten eingeschlossen, haben eine 28-Tage-Sterblichkeit von 18%. Das ist also zigfach höher als der Patient, der nicht immunsupprimiert ist. Und damit ist natürlich auch eine Behandlungsnotwendigkeit da. Man möchte natürlich diese Sterblichkeit verhindern, vielleicht auch die Krankenhausaufnahmen, das waren 80% der Patienten. Inzwischen gibt es neuere Daten aus Großbritannien. Zweifach geimpfte Patienten, die hatten immerhin auch noch eine 7,7-prozentige Sterblichkeit im Krankenhaus, sodass sich auch also für diese Patienten die Frage stellt, wenn man hier eine Infektion früh feststellt, was soll man tun? Und da haben wir in der Transplantationsmedizin, glaube ich, einen gewissen Vorteil, weil wir die Behandlung, und das habe ich als allererstes gelernt, als ich vor 20 Jahren in der MAH aus Bremen angefangen habe, in der Behandlung ein ganz wichtiges Prinzip haben, die sogenannte präemptive Behandlung. Das heißt, Sie haben noch keine Krankheitssymptome, aber Sie haben schon einen positiven Labortest für eine Infektion und dann wird schon behandelt. Und dieses Prinzip ist, glaube ich, bei SARS-2 und Covid-19 ein ganz sehr wertvolles Prinzip. Beispiel ist die CMV-Infektion. Da sagt Ihnen der Arzt, obwohl Sie sich pudelwohl fühlen, vielleicht auf dem Golfplatz stehen, ich habe CMV-Werte, die positiv sind, wird behandelt. Und das nennt man präventive Therapie. Und genau dieses Therapieprinzip machen wir bei Covid-19 uns zunutze. Gelernt haben wir das zum Beispiel auch aus randomisierten Studien von anderen respiratorischen Viren. Hier ein Beispiel RS-Virus. Wenn man den Patienten früh behandelt, innerhalb der ersten 5 Tage ist der Therapieerfolg in dieser Studie doppelt so hoch, als wenn man den Patienten spät erwischt, wenn die Symptome schon 5 Tage und länger bestanden haben. Also ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn man den Patienten früh in der Erkrankung erwischt, braucht man so ein paar, ich sag mal, Instrumente, um einzuschätzen, ist dieser Patient etwas für eine spezifische Therapie? Und ein wichtiges Instrument, was jeder Transplantierte, glaube ich, zu Hause haben sollte, ist die Pulsoximetrie. Hier ist ein Beispiel aus Thüringen, die da sehr fortschrittlich sind. Die haben nicht nur ihre Notarztwagen mit Antikörpern ausgestattet, sondern da kriegt jeder ältere Covid-Patient kriegt gratis einen Pulsoximeter vom Land. Und dann kriegen sie das Angebot, die Werte dieser Pulsoximetrie, das ist ja die Sauerstoffsättigung, in eine App einzugeben. Und dann gibt es spezialisiertes Personal, was jeden Tag alle Patienten, die eingegeben haben, anguckt und, wenn die sich verschlechtern, daraus Konsequenzen zieht. Das heißt, den Patienten ins Krankenhaus schickt oder zu dem niedergelassenen Arzt zumindest Kontakt aufnimmt. Und das ist etwas, was man in der Frühphase der Therapie auch als Patient tun kann. Wir zum Beispiel kontaktieren unsere Patienten, unsere lungentransplantierten Patienten über die Videosprechstunde an Werktagen, wenn einer Covid hat, wird er von uns jeden Tag kontaktiert. Wir empfehlen den Patienten, so ein Tagebuch zu führen. Und bei den ersten 31 Covid-Patienten haben wir gesehen, jeder vierte über die Videosprechstunde hat tatsächlich einen Abfall der Sauerstoffspannung im Blut gehabt und ist dann in ärztliche Behandlung meistens ins Krankenhaus gegangen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Es werden so Allgemeinmaßnahmen diskutiert und ein Punkt ist schon angeklungen. Soll man die Immunsuppression vorsorglich verändern, auch wenn man eine leichte Erkrankung hat oder eine moderate Erkrankung, das heißt noch zu Hause ist oder gar keine Symptome hat? Für die Herz- und Lungentransplantierten gibt es eine klare Empfehlung, das nicht zu tun. Aber im Einzelfall bei anderen Organsystemen kann man das mit dem Transplantationszentrum diskutieren, aber auf keinen Fall selber irgendwas machen. Dann wissen wir ja alle, dass Covid-19 häufig Thrombosen und Lungenembolien macht. Und man könnte ja daraus schließen, wir geben allen Covid-19-Patienten auch in der Frühphase der Erkrankung gerinnungshemmende Medikamente, was heißt Heparinspritze. Das ist nicht ohne Probleme, weil die Transplantierten haben ja alle eine eingeschränkte Nierenfunktion und die Heparine wirken dann stärker. Es kann Blutungskomplikationen geben. Deswegen sprechen wir dafür keine Empfehlung aus, im Gegensatz zu den Patienten, die im Krankenhaus sind.
Man kann mal was anderes tun als Transplantierter, der betroffen ist von Covid-19. Man kann ausreichend trinken, sich auch in der Isolation viel bewegen, zum Beispiel, wenn man hat, Kompressionsstrümpfe tragen. Und es gibt ein paar unwirksame Sachen, die finden Sie auf der rechten Seite, auf der Homepage vom British Medical Journal. Bitte nicht tun und auch nicht selbstständig machen. Also Malaria. Mittel, Wurmmittel von Pferden, Kolchizin oder irgendwelche Plasmainfusionen sich anschnacken lassen, alles Quatsch, für Transplantierte sogar gefährlich. Raten wir dringend von ab. Und ohne gesicherten Nutzen sind die Vitamine, Antibiotika, Azithromycin, Antibiotika nur, wenn man auch noch eine bakterielle Infektion dabei hat. Wir haben ja ein Virus vor uns. Wir als Lungenärzte haben gesagt, Mensch, wir können ja Cortison in der Frühphase der Erkrankung geben. Das ist ja sehr sympathisch, tut keinem weh, einfach verabreichen, kennen wir alle gut, ist quasi eine Zweckentfremdung des Cortisonsprays. Leider gibt es dazu von 4 Studien. Und wenn man die alle zusammenwirft als sogenannte Meta-Analyse, dann sieht man vor allem die placebo-kontrollierten Studien, also gegen Scheinmedikamente, zeigen überhaupt keinen Effekt auf die Krankenhauseinweisung. Deswegen empfehlen wir das Cortisonspray nicht. Aber jetzt kommt was, das wirkt, monoklonale Antikörper. Monoklonale Antikörper sind Einzelstoffe, Eiweißstoffe, die aktiv biologisch sind und die sich gegen bestimmte Bestandteile eines Virusantigens richten. Und viele von den Dingen hat Christine schon erzählt. Sie haben günstige Eigenschaften, aber sie können auch ein paar ungünstige haben. Unten steht zum Beispiel, dass sie eine überschießende Immunreaktion haben kann, wenn schon Antikörper, eigene Antikörper vorhanden sind. Das ist bei zumindest nicht immunsupprimierten Patienten in letzter Zeit beschrieben worden. Das Ronaprev ist im Chat auch schon erwähnt worden. Ich spreche die Einzel- oder die Wirkstoffe nicht aus, weil sie so kompliziert sind. Ist eins von 2 zugelassenen Medikamenten, aber das einzige, was in Deutschland auch erhältlich ist. Und das ist sehr gut untersucht an über 15.000 Patienten. Die EMA hat die letzte Auswertung gemacht. Das ist die Europäische Arzneimittelbehörde. Die Zulassungsstudien haben auch Immunsupprimierte, immerhin 50 eingeschlossen. Ob die alle transplantiert waren, weiß ich nicht. Und hier sind frühe Patienten eingeschlossen worden. Das heißt, kleiner als 7 Tage Symptome, ganz frischer PCR-Test und Sättigung war normal, also nicht in der pulmonalen Phase. Und die Studien hatten zum Endpunkt die Krankenhausaufnahme oder Sterblichkeit, Krankenhausaufnahme war viel häufiger an Tag 29 und die Therapie war effektiv. 4-mal weniger Patienten sind gestorben oder im Krankenhaus aufgenommen und die Therapie war gut verträglich und hat zur Zulassung dieses Präparats durch die EMA geführt. Und Sie sehen die Zulassung nochmal hier für die frühe Therapie. 12 Jahre und älter, mindestens 40 Kilo, das könnte für manche Mukoviszidose-Patienten ein Problem werden und kein Sauerstoffbedarf. Das definiert die frühe Phase der Erkrankung. Hier ist nicht von Antikörpern, vorhandenen Antikörpern die Rede im eigenen Blut, sondern das ist die Zulassung von der europäischen Behörde. Das Medikament ist einfach zu verabreichen. Das ist eine einmalige Infusion, enthält so eine Art 2-Komponentenkleber, also 2 Substanzen, die man zusammenmischen kann und insgesamt 2 Ampullen von der einen und 2 Ampullen von der anderen in einer Infusion in 20 Minuten Laufzeit reingeben und dann noch den Patienten kurz überwachen. Das ist alles. Das kann man subkutan geben, das hat Gunilla Einecke erzählt. Das kann man intravenös geben. Das ist gut verträglich. Es ist kostenlos für Sie als Patient. Es ist kostenlos für die Anwender, weil Herr Spahn das eingekauft hat. Und die Liste der Apotheken, die das liefern können, können Sie über das Robert-Koch-Institut abrufen und die Liste der Ambulanzen, die sowas verabreichen und sich darauf sogar spezialisiert haben, auch. Ich habe Ihnen schon gesagt, die Zulassungsstudien nur 50 Patienten unter Immunsuppression. Es gibt jetzt 8, zumindest 8 habe ich gefunden, 8 Fallserien monoklonaler Antikörper bei organtransplantierten Patienten. Und Sie sehen in der Zusammenfassung wieder, dass die meisten natürlich nierentransplantiert sind. Die lebertransplantierten waren ja so ein bisschen vernachlässigt im Chat, ist die zweithäufigste Gruppe, muss man sagen. Und Sie sehen die Krankenhausaufnahme, 12% der Patienten nach Antikörper, wohlgemerkt, einige waren schon aufgenommen worden. Und das im Vergleich zu dem, was wir am Anfang gelernt haben, 78% der Patienten in der ersten Phase, wo man solche Therapien noch nicht hatten und die Sterblichkeit war 0,7%. Also auch wesentlich besser als die 18 oder 7,7%, die wir aus den großen Registerdaten haben. Das sind keine randomisiert kontrollierten Studien, das sind Fallberichte und ich zeichne auch die Erfahrung, die wir aus dem Lungentransplantationsprogramm haben. Wir haben jetzt im letzten halben Jahr 20 Patienten behandelt.
die immerhin für 3 Wochen nachbeobachtet, also 28 Tage haben sie noch nicht alle rum. Und Sie sehen, die Information an die Patienten, dass man ganz früh sich melden soll, hat hier unglaublich gut gewirkt. Durchschnittlich waren die Patienten 1 bis 3 Tage nach Symptombeginn, haben die sich schon bei uns gemeldet und sind dann behandelt worden sofort. Die meisten in kooperierenden Krankenhäusern, ein Patient sogar in der Praxis, 2 in der MAH, also wir haben die meisten Antikörper gegeben, 50% rein ambulant, 20% haben die Patienten kurz aufgenommen, nur für die Infusion. Und wir haben einen Todesfall, das war der Patient, der schon auf der Intensivstation war und 8 Tage Symptome hatte, also viel zu spät und eigentlich außerhalb der Zulassung. Und wenn man sieht, 75% waren in der frühen Erkrankung, nämlich moderat und milde Symptome. Und wenn man die Vergleichskohorte heranzieht, von 58 Patienten, wo wir keine Antikörper gegeben haben, die auch Covid infiziert haben, da waren viel weniger milde und moderate Erkrankungen. 76% waren im Krankenhaus und 1/3 gestorben. Also das zeigt, unterstützt das, dass diese Therapie wirksam ist. Aber wie immer gibt es ein paar Pferdefüße und der eine ist, dass das ist nicht die Omikron-Kurve, das exponentielle Wachstum, sondern der exponentielle Wachstum dieser Antikörperverabreichung, am Beispiel Ronapreve. Und das ist bis 28.11. Also irgendwann werden die Vorräte von Herrn Spahn auch aufgebraucht sein. Und das, gerade wenn man sich so Gedanken macht zur Präexpositionsprophylaxe, spielt das schon eine Rolle. Es ist eine gut wirksame Therapie, dann muss man es auch den richtigen Patienten geben, muss man zumindest diskutieren. Und das zweite Problem sind natürlich die Varianten. Wir haben in Grau mit dem Wildtyp angefangen, dann kam die Alpha-Variante zum Jahreswechsel 2021 und im Sommer dann die Delta-Variante und unten in Rot sehen Sie es noch ganz klein, wird in 4 Wochen ganz anders sein, die Omikron-Variante. Und die ersten Daten aus dem Labor haben wir, dass Ronapreve zum Beispiel, unser derzeit verfügbares Medikament, zumindest im Laborversuch, bei Omikron nicht wirken soll. Ich habe gerade telefonisch schon in der Sitzung hier einen Anruf von Astra Informationen bekommen, dass deren neuer Antikörper Evusheld tatsächlich entgegen dieser Grafik auch wirksam soll bei Omikron. Das Präparat der Firma GSK, Xevudy, auf jeden Fall ist wirksam. Und hier gibt es zumindest Planungen von Herrn Lauterbach, auch dieses Präparat zu beschaffen. Was macht man außerhalb der Antikörper? Ich sag mal, die Covid-Tabletten, die diskutiert werden. 2 davon sind nicht zugelassen, das Molnupiravir und das Paxlovid. Die sind aber in Zulassung und Sie sehen, die sind effektiv. In Rot sind so die Pferdefüße. Das Molnupiravir macht ein bisschen weniger Krankenhausaufnahme, aber die Sterblichkeit ist ganz überzeugend. Allerdings offensichtlich nebenwirkungsbehaftet. Erbgutschädigung, Knochenmarkschädigung können wir als Transplantierter eigentlich nicht gebrauchen. Knochenknorpelreifung gestört und teuer, $710. Gut, wenn Herr Lauterbach das ankauft, dann ist es vielleicht dann nicht so schlimm. Paxlovid etwas günstiger, ist in den Studien, in der Studie, die nicht veröffentlicht ist bisher, nur eine Pressemitteilung, hocheffektiv bezüglich Sterblichkeitssenkung und Krankenhausaufnahmen. Und es gibt eine Tablette, die wir es jetzt schon haben, die in 2 randomisierten Studien untersucht wurde, eine in Brasilien, eine in den USA, was die Krankenhausaufnahme etwas reduziert, aber die Sterblichkeit, das ist ein Antidepressivum, Fluvoxamin, gibt man über 10 Tage in Tablettenform, kennen wir seit 25 Jahren, ist relativ gut verträglich und kostet nur 11 Euro. Also wenn man gar nichts hat und wir keine Antikörper mehr haben und die anderen Präparate nicht zugelassen sind, kann man sowas im Einzelfall diskutieren. Ich würde das Präparat aber natürlich jetzt noch nicht einnehmen, sondern erstmal im Transplantationszentrum diskutieren. Es macht nämlich auch Veränderungen am Tacrolimus-Spiegel, der dann eventuell absinken kann und die Dosis erhöht werden muss. So, das ist meine Zusammenfassungsfolie, wie man denn vorgehen soll, am Beispiel der monoklonalen Antikörper. Wenn ich einen Covid-Patienten habe, der offensichtlich natürlich ein Risikokandidat für einen schweren Verlauf ist, das habe ich gezeigt, mit einer Covid-Infektion aufschlägt, dann ist die erste Frage, ist er geimpft? Wenn nein, ist die Frage, hat er Sauerstoffbedarf oder länger als 7 Tage Symptome, dann keine Antikörper, sonst Antikörper geben und die Sache ist erledigt. Die zweite Situation ist ein bisschen schwieriger, ist, wenn der Patient schon geimpft ist, sollte man eine Möglichkeit haben, schnell Antikörper im Blut zu bestimmen. Bei diesen Patienten sollte man das tun. Wenn man aber einen Lungentransplantierten vor sich hat, der vor längerer Zeit 2-mal geimpft wurde, ist das wahrscheinlich, dass er keine hat. Und dann sollte man diese zeitliche Verzögerung möglicherweise nicht in Kauf nehmen, auch die Patienten, die erst kürzlich die 3. Impfung hatten und auch diesen den Antikörper geben.
In Rot habe ich das geschrieben, was der Patient selber tun kann. Gehen Sie zur dritten Impfung, kontrollieren Sie danach Ihre Antikörper. Bewahren Sie den Befund zu Hause bei sich, am besten im Portemonnaie. Wenn Sie ins Krankenhaus kommen, nehmen Sie den mit, dann ist das schon eine Hilfestellung fürs Team. Notieren Sie, wann die Symptome losgegangen sind und kontrollieren Sie Ihre Sättigung jeden Tag. Wir sagen unseren Patienten sogar dreimal, das tut ja nicht weh, und schreiben Sie die auf. Das hilft uns für die Entscheidungsfindung. Und für die Ärzte im Moment Ronapräv ist die erste Wahl, was man machen soll. Wenn die Omikron-Dominanz kommt, dann das Xevudi oder das neue Präparat von Astra, wenn diese Daten bestätigt sind. Wenn man gar nichts hat, können man diskutieren, ob man Fluvoxamin nimmt. Meine persönliche Meinung steht in Leitlinien so noch nicht drin. Und wenn das Paxlovid kommt, dann wäre das eine attraktive Alternative, die Sache wesentlich einfacher macht. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Also vielen Dank, Jens Gottlieb, für die klaren Aussagen auf den Algorithmus. Das ist, glaube ich, extrem hilfreich gewesen. Vielleicht ganz kurz nochmal das Antidepressivum. Du hast das auf der Folie gehabt. Nicht, dass die Leute jetzt selber anfangen, was Medikamenteninteraktionen angeht. Das ist ein Wort dazu. Ja, das Fluvoxamin, habe ich schon gesagt, interagiert mit dem Tacrolimus. Also Sie müssen wahrscheinlich die Dosis erhöhen von dem Medikament. Also man würde, wenn man so eine Behandlung beginnt, das nur mit dem Transplantationszentrum absprechen. Und man würde wahrscheinlich organisieren, dass die Patienten häufiger eine Tacrolimus-Spiegelbestimmung haben. Also wenn die sonst alle 4 Wochen zum Arzt gehen, wenn sie unter so einer 10-tägigen Fluvoxamin-Behandlung stehen, würde ich wahrscheinlich 3 Tage nach Beginn und dann nochmal eine Woche drauf den Tacrolimus-Spiegel. Aber wichtig ist, keiner selbst jetzt will anfangen. Nein. Ohne Sachen. Das kann gefährlich sein. Frau Einecke hat einen Kommentar. Ja, Herr Gottlieb, Sie hatten ja gesagt, die Lungentransplantierten haben alle einen Pulsoxid zu Hause. Die Nierentransplantierten zum Beispiel, soweit ich das weiß, haben das nicht. Ist das was, was Sie empfehlen würden, dass jeder sich das zu Hause hinlegen soll? Weil die Frage wird jetzt kommen, weil Sie gehen von den Lungentransplantierten aus, die das haben und alle anderen haben es so, nicht. Alle haben das auch nicht. Also ich habe neulich, hatten wir einen Patienten auch gehabt, der dann überraschend uns mitteilte, wer hat leider kein Pulsoximeter. Aber bei den Kosten von 20 Euro oder 30 Euro ist das, glaube ich, keine Frage. Dass ich, also ich kann Ihnen sagen, das war damals viel teurer, als die Pandemie losging, habe ich an meine Mutter, meine Tante ein Pulsoximeter verschickt als allererstes. Habe ich für 50 Euro damals noch gekauft. Also das würde ich jedem Transplantierten empfehlen. Wenn man es dann nicht benutzt, ist gut. Aber ich würde mich viel lieber oder viel besser fühlen, wenn man das zu Hause hat. Und wenn Sie da die Werte haben, können Sie dem Arzt, der dann eine Entscheidung für Sie treffen muss und Sie beraten muss, die Sache wesentlich einfacher machen. Also haben Sie einen Sauerstoffmangel oder nicht? Das können auch einfache Geräte aus China beantworten. Okay. Also vielleicht Idee für Weihnachtsgeschenke sind gerade aufgekommen jetzt hier. gerade wenn Omikron, ganz viel kommt. Also jetzt nochmal, also ich glaube, ich finde es, Jens Gottlieb Vortrag war wirklich sehr gut und sehr klar. Also erstens, wir haben einen Antikörpercocktail, der wirklich gut ist. Und jetzt nochmal ganz konkret die Frage, der Algorithmus war da, aber ich bin transplantiert, ich habe eine frühe Infektion, Schnelltest, wie auch immer, positiv, PCR, gleich kommen, Antikörper testen, wenn ich weiß, dass ich in den letzten, 4, 6 Wochen Antikörper negativ war, so schnell wie möglich mir das Zeug geben lassen? Oder kann ich das auch noch morgen, übermorgen machen? Zählt da jeder Tag? Wie sollen wir da vorgehen, praktisch? Also für mich zählt jeder Tag, ich würde es sofort machen. Und die ideale Welt ist, der Patient hat an Christines Hanovax-Studie teilgenommen, hat ein Antikörperergebnis in der Tasche. Ja, wir wissen, dass es ist negativ. Mhm. Er hat einen frischen PCR-Test. Er hat einen Tag Symptome, auch gar keine Symptome. Dann würden wir ihn schon behandeln. Wir hatten neulich den Fall, wo ein Haushaltsangehöriger infiziert war. Eine Dame transplantiert hat er angerufen. Auch die haben wir zur Antikörpergabe sofort geschickt, weil wir wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch infiziert ist, wenn sie mit ihrem Mann zusammenlebt, ist relativ hoch. Und das hat sich auch nach unserer Erfahrung bewährt. Die Nebenwirkungen sind so niedrig. Wir haben also bei den Immunsupprimierten eigentlich nichts erlebt. Bei den
nicht immunsupprimierten mehr Nebenwirkungen. Ich würde das sofort machen. Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Hinweis, gerade jetzt, so und jetzt nochmal die Perspektive, die fand ich auch wichtig. Ich glaube, wir brauchen natürlich noch mehr Daten, aber die große Frage ist, wirken die jetzigen Antikörper, deswegen bin ich gar nicht so nach dem Motto, wenn die bald alle sind, die spanischen Antikörper, vielleicht sind die in 6 bis 8 Wochen überholt und ich brauche sie gar nicht mehr. Da, ich glaube, das ist zu früh, das jetzt zu sagen. Und genauso wenig, wie es zu früh ist, dass die jetzigen Antikörper, die wir haben, nicht wirken und die neuen Antikörper, die im Zulassungsverfahren sind, von Astra mit Sicherheit wirken werden. Oder ist das ein bisschen zu pauschal gedacht? Ich würde eigentlich noch mehr Daten sehen wollen, oder? Ja, alles, was wir kriegen im Moment, sind ja Labordaten. Also das ist immer, sagen wir mal, im Patienten ist die Wirksamkeit noch mal was anderes als im Labor. Es ist sicherlich auch die große Frage ist ja, wie Omikron sich entwickelt. Was für eine Erkrankung wird das machen? Aber wir werden mit Sicherheit ganz spät erst die Information kriegen, wie das bei den Immunsupprimierten verläuft. Also ich glaube, bei den Immunsupprimierten, Transplantierten vor allen Dingen, werden wir nach wie vor auf die Antikörperschiene setzen. Die besten Daten im Moment haben wir für das Präparat Xevudy von Glaxo. Das scheint zu wirken. Das ist auch nur ein Monoantikörper, der offensichtlich ganz gut zusammengebaut wurde. Und das Astra-Präparat, gut, widersprüchliche Informationen, das chinesische Paper, was ich Ihnen gezeigt habe, zeigt, dass es im Labor nicht wirkt. Aber Astra selber hat gerade, Herr Welte, erzählt, es wirkt. Diese Diskussion ist noch nicht zu Ende. Es ist natürlich praktisch auch ein bisschen schwieriger. Der Antikörper von Astra ist ja eine intramuskuläre Injektion, die man doppelt, also auf beiden Seiten in den Po kriegt. Das ist natürlich was anderes als eine subkutane Infusion unter die Haut oder eine einfache, schnelle Infusion über eine Branüle. Also das ist auch eine etwas, was zum Beispiel für Ronapräv ganz einfach ist und auch für Xevudy sein wird. Okay, und jetzt noch eine kurze Frage, bevor wir weitermachen müssen, dann glaube ich auch. Die Frage, Frau Einig hat es ja angedeutet, die Präexpositionsprophylaxe. Das eine ist jetzt ja, wir haben Postexposition. Es ist passiert, dass man vielleicht zufällig mit einem Menschen länger in einem Raum war. Das ist eine Postexpositionsprophylaxe. Auch da, wenn jemand keine Antikörpertitel hat, ist das Medikament zugelassen, die Antikörpercocktails, die Herr Gottlieb gesagt hat. Aber jetzt wirklich Präexposition. Einer hat im Chat geschrieben, kann ich mir nicht die Antikörper zu Hause schon hinlegen oder kann mir das vorweggeben? Herr Taubert hatte mir nochmal den Ärzteblatter-Statement geschickt, wo dann ja die Möglichkeit einer Präexposition zumindest diskutiert wird, aber es ist nicht zugelassen. Kommt man da dran? Wie ist da, sage ich mal, für Lungentransplantierte die aktuelle Empfehlung, Herr Gottlieb? Also ich glaube, die passive Immunisierung oder Präexpositionsprophylaxe ist was Sinnvolles. Wenn man dreimal geimpft wurde und weiterhin keine Antikörperantwort hat, ist das der Weg, den man gehen sollte. Und wenn die Situation, und ich versuche jetzt mal den Kreis zu schließen, wenn die Situation wirklich so ist, dass der Astra-Antikörper auch gegen die Omikron-Variante wirkt, dann ist ja diese intramuskuläre Injektion auf beiden Seiten, hat eine Halbwertszeit von 9 Monaten. Also das wäre eigentlich das ideale Präparat für diese passive Immunisierung. Und das andere Präparat der Firma Glaxo, Xevudy, ist dann für die Akuttherapie, die Frühtherapie des infizierten Patienten. Also aber es macht jetzt keinen Sinn, jetzt die Regeneron-Antikörper haben zu wollen, wenn ich jetzt schon dreimal negativ bin. Erstens weiß ich nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn ich dann Omikron kriege. Und zweitens, würde ich da jetzt überhaupt drankommen? Also es gibt Zentren, die Uniklinik Dresden macht das, die bietet ihren Patienten mit Ronapräv eine Präexpositionsprophylaxe an. Also muss man das allerdings alle 4 Wochen wiederholen. Nochmal für alle, Entschuldigung, wenn wir es nicht gesagt haben, auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir reden jetzt davon, wenn jemand geimpft ist, keine Antikörpertitel aufgebaut hat, trotz dreifacher Impfung und jetzt draußen wird es immer mehr Hochrisikogebiet und ich weiß eben nicht, wer mich in einer Arztpraxis, in einer U-Bahn, wer mir begegnet und dass ich mir passiv diese Antikörper spritze, als Präexpositionsprophylaxe.
Und die Dresdner machen das, Entschuldigung. Die Dresdner machen das. Der Christian Hugo ist da sehr aktiv. Aber da muss man sagen, im Januar haben wir wahrscheinlich, wenn wir alle Leute, denen wir jetzt das Präparat von Regeneron geben, in vier Wochen muss man es wiederholen und dann hat man Omikron, dann wird es nicht wirksam sein, dann muss man wahrscheinlich umsteigen auf irgendwas anderes. Und ob wir dann so viele Antikörper haben, dass wir diese Schiene weiterverfolgen können oder dann Astra-Präparat soll erst im April nächsten Jahres verfügbar sein. Das ist die große Frage. Das kann man jetzt noch nicht beantworten. Ich habe vorhin zu Gunilla Einecke gesagt, wenn wir den Vortrag Ende der Woche halten müssten, sähe der wahrscheinlich ganz anders aus. Also nochmal, aber liebe Patientinnen und Patienten, der Hinweis, jetzt ist unsere Empfehlung an MAH, wir geben das nicht jedem Patienten vorab. Erstens ist wir wissen nicht, wie lange es überhaupt wirkt. Die allgemeinen Maßnahmen zum Schutz sind jetzt sicherlich sinnvoll und von daher nicht, dass jeder morgen anruft und sagt, ich will in der MAH die Antikörper haben. Das können wir morgen nicht leisten. Also erstmal vielen Dank. Jens Gottlieb, einmal den Chat durchgucken. Viele Fragen, so wie Christine Falk, die schon viel beantwortet hat, das weitermachen. Ich würde jetzt gerne weitergehen. Wir uns zum Thema Leber überleiten. Und Richard Taubert wird jetzt den letzten Schritt in diesem Covid-Algorithmus bearbeiten. Wir haben jetzt viel über Schutz gesprochen, wir haben über frühe Therapien gesprochen. Die Frage ist aber, wenn es mich erwischt hat, ich habe als transplantierter Mensch eine Covid-19-Infektion durchgemacht. Dann ist ja die Frage immer, bin ich dann besser geschützt als die Impfung? Bin ich schlechter geschützt? Bin ich überhaupt geschützt? Und das wird jetzt Richard Taubert bearbeiten. Richard Taubert, Oberarzt von internistischer Seite für die Lebertransplantierten zuständig und ein langjähriger Experte auch in der Analyse von Immunantworten, Immunregulation. Deswegen freue ich mich auf den Vortrag von Richard Taubert. Vielen Dank, Richard. Ja, danke, Heiner, für die hohe Hürde, die du mir jetzt gelegt hast, all diese Fragen zu beantworten. Ich bin auch mit dem Titel nicht ganz glücklich, weil den Transplantierten gibt es nicht. Das haben wir jetzt schon viel anklingen lassen. Ich will es jetzt nur mal an diesem einfachen Beispiel auch beim Lebertransplantierten zeigen. Es sind riesige Unterschiede von der Gesamtkonstitution als auch von der Immunsuppression, ob ich früh nach Transplantation, wo ich noch ganz hohe Spiegel der Immunsuppression habe, ob ich langfristig transplantiert bin oder ob ich vielleicht auch schon wieder eine Schädigung meines Organs habe oder auch eine Nierenschädigung, älter oder jünger bin. Und genauso gut wie ich kann man die ganzen Organe untereinander gut vergleichen, weil sie sich oft auch unterscheiden in der Immunsuppression. Kurz noch als Ausgangsstatus. Wir haben gehört, das Wissen hat eine kurze Halbwertszeit bei Corona. Die Daten, auf die ich mich jetzt hier beziehe, die stammen aus der ersten und zweiten Welle, teilweise noch gar nicht mal mit dem Delta-Typ, aber neuere Daten gibt es noch nicht. Eine der besten Studien dazu nach Lebertransplantation aus dem spanischen Bereich, weil die sehr gute Register hatten, wo man es auch mit der Normalbevölkerung vergleichen kann. Und da hat man gesehen, dass lebertransplantierte Patienten bis zu 200 Mal häufiger eine symptomatische Erkrankung bekommen. Aber ein bisschen paradox, sterben tun sie faktisch nicht häufiger daran. Wenn man es ganz genau betrachtet, sogar ein ganz klein wenig geringere Sterblichkeit. Und diese Zahlen werden ähnlich auch von anderen Zentren, auch unter Einschluss von Amerika und England bestätigt. Wenn man sich anschaut, wie oft sind lebertransplantierte Patienten jetzt hier in Rot auf einer Intensivstation aufgenommen worden oder braucht eine Beatmung, dann ist das schon mehr als die Vergleichskohorten. Die waren jetzt nicht ganz so gut gematcht, aber wenn man sich anschaut, wer faktisch stirbt, dann sind die Lebertransplantierten ein ganz, ganz klein wenig weniger oft gestorben als die Vergleichskohorten, die keine Immunsuppression und keine Transplantation hatten. Das heißt, dass der Einfluss der Immunsuppression, zumindest wenn wir die nach Lebertransplantationen sehen, nicht der entscheidende ist, zumindest in der Stärke, wie wir sie nach Lebertransplantation haben und die Risikofaktoren, die für einen schweren Verlauf und auch für den Tod waren, dieselben wie in der Normalbevölkerung, also fortgeschrittenes Alter, Adipositas, mehr und mehr Komorbiditäten. Was haben wir jetzt gemacht? Wir wollten uns eben anschauen, ob die Immunsuppression denn verhindert, dass man eine normale Immunantwort dagegen bildet, gegen das Virus und danach auch geschützt ist. Erfreulicherweise haben wir gar nicht viele Patienten, weil die Patienten, also sie sich sehr gut verhalten haben, sie haben sich geschützt, haben sich da glaube ich, auch unterdurchschnittlich in der Bevölkerung das Coronavirus eingefangen. Wenn man sich anschaut, hatten die meisten Patienten, das passt so zu der Datenlage, auch einen milden Verlauf gehabt. Wir haben nur wenige Patienten, die wirklich ins Krankenhaus mussten.
Wir hatten zwei Todesfälle. Das eine war ein Patient, der auch eine Zirrhose schon wieder hatte, des Transplantats. Ein Patient hat nach vielen, vielen Wochen die Intensivstation verlassen und ist dann im Endeffekt an der Folge der Intensivbehandlung verstorben. Dann haben wir lange keine Patienten gesehen. Jetzt kriegen wir wieder neue Patienten aus der vierten Welle, wo wir sagen müssen, der Unterschied dabei ist, dass sie überwiegend geimpft sind. Und was das jetzt genau bedeutet, werden uns die nächsten Wochen zeigen. Bisher weiß ich von keinem Patienten, der auf ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Was jetzt auch schon oft angeklungen ist, haben wir die Immunsuppression geändert oder nicht? Wir haben das in ungefähr 20% der Fälle getan. Wir haben Protokollbiopsien, an denen wir uns orientieren können. Gab es eine starke Reaktion gegen das Transplantat oder nicht? Haben auch geschaut, bei dem MMF ist natürlich die Frage, hat man es oder hat man es nicht? Bei den Lebertransplantierten spielt auch die Dosis eine Rolle. Die meisten Patienten von uns sind mit der Dosis unter 1000 Milligramm und haben damit kein Risiko für einen schweren Verlauf nach den vorliegenden Daten. Was haben wir gemacht? Wir haben uns die Reaktivität des Immunsystems angeschaut gegen das Virus. Diese Abbildung haben Sie auch schon gesehen, gegen verschiedene Virusteile, zum Beispiel das Spike-Protein oder auch andere Bereiche. Und wenn man sich alle Teile anschaut, kann man eben unterscheiden zwischen Impfauswirkung und zum Beispiel dem Spike-Protein, dass man bei der Impfung und bei der Erkrankung eine Reaktivität gegen oder die anderen Virusteile, die in der Impfung nicht enthalten sind. Und die Frau Professor Falk hat es Ihnen gezeigt, Immunantworten heißt auch immer über die Zeit schauen. Und das haben wir in so einem Verlauf über mehrere Monate gemacht. Wir haben auch vor allem dann Niedersachsen dafür eine Förderung bekommen und das uns angeschaut. Und ich möchte jetzt einfach nur ganz exemplarisch einige Sachen zeigen. In blau die Leber transplantiert und in grün eine Patientenkohorte von der MAH, die ohne Immunsuppression und ohne Transplantation Covid überstanden haben, die sozusagen als Vergleich dafür gilt, was ist durch die Immunsuppression anders. Und wenn wir erstmal sehen, wir haben teilweise in unserer Biomaterialbank Proben von vor Corona und wenn wir das von den Patienten anschauen, sieht man erstmal, dass sich ordentlich Antikörper gebildet werden im Vergleich zu vorher. Das ist auch initial erstmal nicht anders zu den nicht immunsupprimierten. Im Verlauf zeigt sich dann für einen Teil des Virus ein Unterschied, dass die Lebertransplantierten da weniger haben und beide Kohorten, sowohl die gesunden und nicht immunsupprimierten als auch die Lebertransplantierten, zeigten so einen Abfall. Soweit, dass, wie es auch die Frau Professor Falk uns gezeigt hat, dass der Körper da in den, versucht wäre, in den Sparmodus zu gehen. Wenn wir das jetzt anschauen für das Spike-Protein, und da hat auch Frau Falk Ihnen ja gezeigt, dass das die wesentlichen Angriffspunkte auch für das Immunsystem sind, sehen wir auch wieder einen Anstieg des Antikörpertitels trotz Immunsuppression nach Durchmachen der Erkrankung. Wir sehen dann im Verlauf keinen Unterschied mehr zwischen den Lebertransplantierten und den nicht immunsupprimierten. Und ich habe dieses Beispiel extra gewählt, weil es eben auch Studien gibt, die haben sich zum Beispiel eben nur dieses Nukleokapsid angeschaut und haben gesagt, oh, die Lebertransplantierten verlieren stärker in Antikörper als die nicht immunsupprimierten. Das ist eben ein Teil der Wahrheit. Wenn man sich ein breiteres breitere Antwort des Immunsystems anschaut, dann hat man eben diese mehreren Verteidigungslinien vor dem Tor. Und bei diesem Spike-Protein können wir eben jetzt gegen Ende, wo die ersten Patienten noch mehr als 6 Monate nach Covid sind, die Impfung verfügbar sind, auch sehen, dass sie sich geimpft haben. Und da sehen wir auch, wie dann die Antikörper auch wieder ansteigen, aber eben nur gegen die Bestandteile auch der Impfung. Frau Falk hat Ihnen gesagt, es gibt mehrere Verteidigungslinien. Wir schauen uns im Rahmen dieses Forschungsprojektes eben auch diese ganz aufwendige Messung an der Anti- oder der T-Zell-Reaktivitäten in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Herrn Professor Eitz-Vesper hier auch an der MAH. Auch das ist kein Routinelabor und kann das auch nicht routinemäßig für Patienten anbieten. Was sehen wir da? Wenn man sich jetzt zum Beispiel das Nukleokapsid anschaut, also ein Teil, der in der Impfung nicht enthalten ist, sehen wir auch erstmal eine starke Entwicklung einer Immunantwort während der Infektion im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Wir sehen, dass sich die Reaktivitäten des Immunsystems nicht groß unterscheiden, lassen sich von der Spannbreite der Balken nicht ablenken. Das ist immer so, dass kein Mensch genauso reagiert wie der andere. Und wir sehen eben auch über Zeit so einen ganz leichten Rückgang. Wenn man sich das Ganze jetzt wieder für ein Spike-Protein, also für das Schlüssel-Schloss-Prinzip zum Andocken anschaut, sehen wir auch den ähnlichen Verlauf. Starker Anstieg, ganz leichter Abfall und im Vergleich zu den nicht immunsupprimierten sehen wir keinen großen Unterschied. Und die Impfung nach 6 Monaten führt dann dazu, dass man wieder eine verstärkte Antwort bekommt. Das heißt also, auch Transplantierte, zumindest jetzt am exakten Beispiel der Lebertransplantierten gezeigt,
zeigen einen ähnlichen Verlauf der Immunreaktivitäten. Wir konnten hier keine Faktoren ganz sicher herausarbeiten in dieser kleinen Studie, welche Höhe der Immunsuppression da vielleicht stärker prädisponiert, dass man seine Reaktivität verliert. Aber ganz wichtig ist, die Impfung hier hinten raus hilft. Also auch immunsupprimierte, transplantierte Patienten kriegen einen zusätzlichen Booster auf der zellulären und der Antikörperebene, wenn man sich impfen lässt, auch wenn Frau Falk das Wort Booster nicht mag. Wir haben dies auch bei nicht transplantierten Leberpatienten, die eine Immunsuppression, eine sehr viel mildere Immunsuppression haben, auch angeschaut. Zwar noch nicht über Zeit, weil es viel weniger Patienten sind, aber da sehen wir ein ähnliches Ergebnis, dass eine mäßig hohe Immunsuppression, wie wir sie oft nach Lebertransplantation oder bei anderen Lebererkrankungen sehen, nicht zwangsläufig eine schlechtere Immunantwort macht. Wenn man das jetzt zusammenfasst, um einfache, klare Aussagen zu machen, sollte eben keine eigenmächtigen Experimente mit der Immunsuppression vorgenommen werden. Ob es eine Notwendigkeit dafür gibt, sollten wir im Einzelfall immer prüfen. Die Immunität von Antikörpern und T-Zellen, vor allen Dingen das Spike-Protein, entwickelt sich bei den Lebertransplantierten, die wir angeschaut haben, ähnlicherweise wie nicht immunsupprimierte Normalbevölkerung mit ähnlichem Alter. Und eine dritte Impfung, ich habe dazugelernt, nicht boostern, hilft auch nach Covid-19 und sollte man durchführen. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, es sind Labordaten. Was das genau für die Bevölkerung und für jeden Einzelnen heißt, weiß man nicht. Man sollte die Schutzmaßnahmen einhalten, denn wir kennen ja auch aus der täglichen Presse, dass es Impfdurchbrüche auch bei nicht transplantierten Patienten gibt. Und Schutz ist das Beste, wenn man ihn auf mehreren Ebenen macht. Und dazu gehört natürlich auch Mundschutz, Abstand halten etc. Und super, Richard. Für Ihre Fragen zur Verfügung. Genau. Vielen Dank an Richard Taubert auch für diese klaren Botschaften. Für mich nochmal ganz wichtig, auch von deiner Seite, das Statement, nicht alleine mit der Immunsuppression rumspielen. Man kann eher schaden. Das Zweite ist auch die Botschaft hier, ja, wir müssen bei Transplantierten vielleicht hier und da häufiger aufpassen, aber zumindest für Lebertransplantierte heißt es nicht, wenn ich Pech haben sollte, trotz allem bekomme Covid, dass mein Verlauf notwendigerweise dramatisch viel schlechter sein würde, ich daran sterbe, als andere Menschen. Man sollte trotzdem natürlich aufpassen, das ist aber auch ganz wichtig, also keine Panik, aber trotzdem ernst nehmen. Und dann auch, dass wir einfach lernen, wie diese Immunantworten sich regulieren nach einer Transplantation, finde ich ganz wichtig. Richard, ich habe eine Frage aus dem Chat ganz kurz an dich, die vorhin schon gestellt wurde. Was ist deine Erfahrung? Können nach Impfungen Leberwerte ansteigen? Und vielleicht auch nochmal den zweiten in diesem Zusammenhang auch, da können die anderen Kollegen sich nochmal kurz zu äußern, ob durch die Impfung Abstoßungsreaktionen getriggert werden können. Vielleicht ist das ja das Gleiche bei dir jetzt bei dem Organ oder vielleicht was anderes. Wie würdest du diese Frage beantworten? Also ich möchte erstmal auf deinen Kommentar noch antworten. Ich glaube, wenn ein Patient, ob symptomatisch oder nicht, einen positiven Covid-Befund hat, soll er am besten uns anrufen. Auch wir haben ähnliche Strategien zur Hand, wie es jetzt bei Lunge oder Niere angeklungen ist. Wir hatten zum Beispiel gerade letzte Woche eine Patientin, die hat uns angerufen, hatte seit 2 Tagen Symptome, positiver Corona-Test erhalten. Genau, da haben wir genau dasselbe gemacht. Sie war geimpft, wusste aber nicht, ob sie ein Ansprechen hatte. Wir haben mit den niedergelassenen Kollegen vor Ort, weil man kann auch einen Covid-infizierten Patienten ja auch nicht einfach durch die Gegend fahren. Es gibt ja auch diese Quarantänebeschränkung, Antikörpertest machen lassen, weil wir hatten das Zeitfenster von bis zu 7 Tagen. Der Antikörper waren hoch über diesen Norm auf den Test bezogen, sodass wir keine Antikörpertherapie gemacht haben, weil die Patientin auch keine großen Risikofaktoren hatte. Aber diese Abwägung, ist der Patient früh nach Transplantation, was hat er für Risikofaktoren, ist die Immunsuppression hoch, niedrig oder nicht, reichen uns die Antikörpertiter in dem Test aus? Ich glaube, das ist eine so schwierige Entscheidung, da müssen wir uns auch untereinander absprechen. Das kann, glaube ich, die wenigsten Patienten, das kann auch keine Chatgruppe, das braucht, glaube ich, eine Institution wie ein Transplantationszentrum, wo alle Fakultäten zusammenarbeiten können und man sich auf kurzem Dienstweg anrufen kann. Deine Frage war Leberwerterhöhung nach Impfung. Bei Transplantierten ist es mir jetzt nicht in Erinnerung, dass wir da ernsthafterweise sowas hatten. Es gibt aber viele Fälle aus der Literatur, dass es bei Nicht-Transplantierten auch zu Leberwerterhöhung gekommen ist. Die arbeiten wir auf, auch im Rahmen von internationalen Gruppen. Aber dass jetzt Abstoßungen aus der Literatur bekannt sind oder in größerer Anzahl gekommen sind,
Nein, ist mir nicht bekannt. Natürlich wird es im Einzelfall so sein, dass sowas mal auftreten kann, aber es ist, man kann sagen, für Impfungen ist das in der Regel sicher. Wir haben auch nach den Covid-Patienten jetzt, wir haben intensiv gescreent, keine Abstoßungsaktivität gesehen. Also die Impfungen sind sicher. Wenn da mal Leberwerte auftreten, ist das vielleicht ein Zufall oder mal eine Reaktion des Immunsystems, wo die Leberwerte mal ein bisschen ansteigen, aber in der Regel nur passagier und da musste man bisher nichts machen. Ja, also lassen Sie sich impfen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Vielleicht ganz kurz, und dann würde ich Frau Niehaus gerne einbinden, aber ganz kurze Sache, Jens Gott, hier gibt es Abstoßungsreaktionen, was Lunge angeht, und Frau Einicke, was Niere, und dann gehen wir zu Frau Niehaus. Es gibt zur dritten Impfung, da gab es ja die ersten Fallserien aus Israel, und eine Gruppe hat bei einem Herztransplantierten, da wird die Abstoßung ja über Biopsie gestellt, tatsächlich eine zelluläre Abstoßung gefunden. Wir haben das bei Lungentransplantierten noch nicht gesehen bisher. Ich habe ja gesagt, es gibt die theoretische Möglichkeit dieses Immunenhancements, dass man bei einer Boosterimpfung sozusagen auch das Immunsystem sehr stark aktiviert. Deswegen besteht die theoretische Möglichkeit. Aber wenn man abwägt zwischen Nutzen der dritten oder der dritten Impfung und dem theoretischen Möglichkeit einer Abstoßung, die im Übrigen bei der Influenza-Impfung ja sehr gut untersucht ist und keinen Zusammenhang bei Transplantierten herstellt, dann ist es ganz klar, würde man trotzdem die Auffrischungsimpfung bei den Transplantierten empfehlen, auch bei thorakaler Transplantation. Frau Einicke, Niere, Abstoßung? Haben wir nicht gesehen, und alle unsere Patienten haben ja sehr früh schon tatsächlich, oder viele Patienten haben wir uns sehr früh im Sommer schon dritte Impfung erhalten, und wir haben da weder gehäufte Abstoßung noch in einem zeitlichen Zusammenhang da irgendwas gesehen, und auch von anderen Impfungen, da gibt es für Nierentransplantierte, jetzt nicht Corona, sondern andere Impfungen, relativ viel Daten, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass es da erhöhte Abstoßungsraten gibt. Super, und es ist doch beruhigend, das über die Organgrenzen hinwegzusehen. Frau Niehaus, ja, ich freue mich sehr, dass Sie auch hier dabei sind. Frau Niehaus ist Oberärztin in der Klinik für Herz-Thorax-Chirurgie und sie leitet die Transplantations- und Kunstherzambulanz auch dort. Frau Niehaus, vielleicht eine konkrete Frage vorweg, die Frau Opper stellt, wo wir gerade dabei sind, Impfung und direkt sag ich mal, wir haben eben über Leberwerte gesprochen. Hier sind Fälle von Vorhofflimmern nach Herztransplantation bekannt, die sich dort Sorgen macht. Ist Ihnen da was bekannt? Nein, also bei unserem Patienten ist es auch so, dass von allen Patienten die Impfung bis auf die Symptome, die man auch als nicht immunsupprimierter Mensch hat, die berichtet werden, gut vertragen wurden. Wir haben keine Nebenwirkungen, genau wie die Kollegen aus den anderen Fachdisziplinen beobachtet, in Richtung Abstoßung, in Richtung Vorflimmern, zeitweise eingeschränkte Transplantatfunktion oder sowas ist nichts. Und auch aus den umliegenden Zentren, da sind wir auch da ganz gut vernetzt, was die Covid-Frage angeht, sind auch keine solche Nebenwirkungen bekannt. Also erstmal beruhigend auch darüber. Und dann vielleicht noch ein kleines Wort. Das eine ist jetzt ja Patienten nach Organtransplantation. Sie haben ja viele Menschen mit Kunstherz, wo der eine oder andere vielleicht auch wartet auf ein Organ. Was empfehlen Sie Patienten jetzt auf Wartelisten? Gilt das Gleiche immer weiter? Messen Sie da auch die Antikörper? Vielleicht kurzer Kommentar zu Ihren Kunstherzpatienten und Covid. Haben die Angst? Haben Sie Fälle gesehen? Herr Gottlieb hat das angedeutet mit Antikoagulation. Ist bei denen ja, fahren Sie die dann schärfer? Kurzer Kommentar dazu. Genau, also auch bei unseren Kunstherzpatienten, die empfehlen wir natürlich die Impfungen, auch dann die Auffrischimpfung oder die dritte Impfung. Und auch da haben wir im Prinzip außer den bekannten Nebenwirkungen keine besonderen Vorkommnisse gehabt. Man hat immer mal wieder Patienten tatsächlich mit thromboembolischen Komplikationen, aber das ist eben eine der Hauptkomplikationen am Kunstherz. Das war dann natürlich in der Covid-Phase auch mal nach einer Impfung, aber da konnte man keine Verbindung oder sichere Verbindung nachweisen. Ganz im Kunstherzpatienten sind ja nicht immunsupprimiert, von daher geht man davon aus, dass die tatsächlich, wie Frau Falk eben auch gezeigt hat, sehr, sehr gute Antikörper in der Regel ausbilden, sodass da Testungen nicht erforderlich sind. Und wir haben auch bisher keinen Verlauf gehabt, der tatsächlich tödlich war bei den Kunstherzpatienten. Ja. Auch beruhigend. Möglicherweise, ja.
Das, bevor ich Sie jetzt alle auf den heißen Stuhl setze, gibt es von Herztransplantationssachen noch viele Dinge zu ergänzen. Es sind, oder noch einige Dinge zu ergänzen. Wir haben ja viele Dinge abgesprochen. Von Ihnen noch ein Kommentar zu einem bestimmten Thema, was Ihnen am Herzen liegt. Also ich denke, das, was Herr Taubert auch zum Schluss gesagt hat, wichtig ist, dass die Patienten, die tatsächlich jetzt einen positiven Test haben, überraschenderweise mit uns Kontakt aufnehmen. Das läuft aber tatsächlich in der Regel auch sowieso automatisch sehr gut und sich da nochmal den Rat holen und dass man dann im Einzelfall bespricht, ganz in Ruhe, wie man vorgeht. Und das entspricht letztendlich den Vorgehen, genau wie Herr Taubert das eben dargestellt hat. Von daher ist es bei den Herzpatienten nicht anders. Wichtig ist, nicht in Panik verfallen. Wir haben einige Patienten auch herztransplantiert mit positiven Corona-Tests und auch Erkrankungssymptomen. Die haben das letztendlich alle gut überstanden, muss man sagen. Wobei, das darf man auch nicht verleugnen, sozusagen, was Herr Gottlieb am Anfang auch gesagt hat. Bei den immunsupprimierten Herz- und Lungentransplantierten Patienten gibt es eine Übersterblichkeit im Vergleich zur normalen Bevölkerung. Trotzdem ist es so, dass man ganz in Ruhe im Einzelfall einmal besprechen muss, was wirklich sinnvoll ist an Therapie. Und das hatte Frau Einicke eben auch gesagt, es macht keinen Sinn, sich jetzt x-mal hintereinander impfen zu lassen, wo wir auch Patienten haben, die vierte und wo auch fünfte Impfungen appliziert werden sollen, sondern man muss hier auch gerade im Hinblick der schnellen Entwicklung auch dieser neuen medikamentösen Therapien, was Herr Gottlieb gesagt hat, ganz in Ruhe im Einzelfall einmal abwägen. Okay, vielen Dank, Frau Nürs. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich habe mir ganz viele Fragen rauskopiert auf eine Liste und würde jetzt alle so ein bisschen auf den heißen Stuhl setzen und bitte alle, ihr habt jetzt, Sie und ihr habt maximal 20 Sekunden für eine Antwort, dann unterbreche ich. Also jetzt geht es hier schnell durch und jetzt machen wir so ein bisschen Speed-Date hier. Christine Falk, macht ein Antikörpertest auch ohne Impfung Sinn? Du musst dich laut stellen, Entschuldigung. So, 10 Sekunden weg. Nee, wenn Sie, das würde ja nur nachweisen, ob Sie infiziert sind. Deswegen macht es keinen Sinn in der Tat. Wenn Sie infiziert sind, dann müsste man möglichst schnell einen PCR-Nachweis haben. Insofern, nee, eigentlich nicht. Aber Richard, die gleiche Frage auch an dich nochmal. Wir haben ja nun, mindestens 6 Millionen Menschen, die sich schon infiziert haben. Dunkelziffer, bevor die impfen auch. Macht es nicht Sinn zu wissen, ob die es mal durchgemacht haben? Ist vielleicht interessant, aber ich glaube, der Aufwand ist jetzt nicht gerechtfertigt. Antikörpertests sind nicht gut genug. Bei ganz vielen anderen Lebererkrankungen machen wir auch nicht testen, einfach nochmal impfen. Okay. Frau Einicke, Kreuzimpfungen ist eine Frage. Ist ja viel diskutiert worden. Was empfehlen Sie denn Ihren Nierentransplantierten? Ich habe Sie vorhin nur gefragt, die dritte Impfung und die vierte Impfung nochmal. Aber soll man dann wechseln? Moderna und welche Dosis? Und bei den Hepatitis B-Impfungen auf Impfversager geben wir ja doppelte Dosis und viel hilft viel. Also ich glaube, viel hilft viel nicht. Ich glaube, eine Kreuzimpfung kann man sich überlegen, weil es Daten gibt, dass das möglicherweise die Impfantwort verbessert. Ich muss gestehen, es gibt Daten dazu. Ich habe sie noch nicht alle gesichtet. Das versuche ich in den nächsten Tagen zu tun. Deshalb würde ich mich jetzt noch ein bisschen drumherum drücken um die Antwort. Aber es gibt Hinweise, dass das in einzelnen Konstellationen, aber die muss man sich dann auch genau angucken, sinnvoll sein kann, aber auch nicht immer. Also auch da nicht losrennen und jetzt wild alles Mögliche hintereinander impfen. Aber in Einzelfällen kann es sinnvoll sein. Aber bitte Rücksprache dann mit uns. Okay, Jens Gottlieb, Frage an die Lungenambulanz. Werden Antikörperstatusbestimmungen bei dem Ambulanztermin ermittelt? Und wird das von der Kasse bezahlt? Alles, was Sie bei uns kriegen, wird irgendwo bezahlt. Nicht alles von der Kasse, aber zur Not zahlt es die MAH. Aber routinemäßig wird es nicht bestimmt. Was wir machen, wenn die Patienten 4 bis 8 Wochen, das ist so der Zeitraum, Christine Falk sagt, und manchmal schon nach 2 Wochen nach der Impfung gerade da sind, dann bieten wir ihnen an, an der Hanovax-Studie teilzunehmen und eine Blutprobe dann hier zu asservieren. Man darf sich aber nicht täuschen. Es dauert mal eine ganze Weile, bis wir die Ergebnisse kriegen, weil das ist wirklich etwas, was wir selber bezahlen müssen, diese Bestimmungen, die ist sehr aufwendig. Und dann werden mehrere hunderte Patienten auf einmal gemessen. Also erwarten Sie nicht, dass Sie die Ergebnisse dann am nächsten Tag oder auch in der nächsten Woche haben. Aber das bieten wir an. Hanovax-Studie, was ist das denn? Jens Gottlieb, nochmal. Das gebe ich an Christine weiter sofort. Hanovax-Studie ist das Angebot der Lungen- oder Herztransplantierten,
wie Jens Gottlieb gerade gesagt hat, sich ab eigentlich 4 Wochen, wenn die da sind, auch schon früher, nochmal bei uns die Antikörper bestimmen zu lassen. Und es ist eben so, dass wir ein Forschungslabor sind und wir müssen die immer sammeln und wir können erst ab 100 Proben anfangen, überhaupt zu messen, weil wir eben kein Routinelabor sind und das nicht jeden Tag machen können. Ich weiß, dass viele geschrieben haben, sie haben die Daten noch nicht, das lag an uns, das tut mir auch total leid, aber wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das hier immer alles so eintüten und wir versuchen schnell zu sein, es gelingt aber nicht immer, gerade wenn wir dann noch ökonomische Gründe haben, weil wir das sozusagen nicht einzeln machen können. Und deswegen versuchen wir dann tatsächlich diese Antikörper nachzuweisen, um einen Eindruck zu bekommen, ist überhaupt ein Antikörper da? Ja, nein. Und wenn ja, ist es ein High- oder ein Low-Responder? Das waren die Daten, die ich gerade gezeigt habe, damit Sie vielleicht ein bisschen besser wissen, wie Sie sich auch verhalten. Ich finde, gerade bei Ihnen ist es gut zu wissen, selbst wenn man eben leider keine hat, ist es ja doch für das eigene Verhalten nochmal ganz gut zu wissen und auch den anderen zu sagen, dass sie sich alle, die in der Umgebung sind, bitte an die AH+L-Regeln halten und idealerweise geimpft sind. Bei den Kindern ist es immer die Frage, ab welchem Alter, das ist sehr individuell, aber das Umfeld einfach mit einzubeziehen. Super. So, Frau Niehaus, herztransplantierter Patient, positiver PCR-Test nach einer dreifachen Impfung, trotzdem positiv. Soll er sofort in die MAH kommen? Soll er erst sich beim niedergelassenen Kardiologen melden? Wie läuft das logistisch ab? Soll sich bei uns einmal melden, weil wir kennen den Patienten ja auch mit den ansonsten Risikofaktoren und dann würden wir einmal nach Antikörperbestimmung, je nachdem, wie lang die Erkrankung schon geht oder wie lang die Symptome sind, mit oder ohne Antikörperbestimmung dann die Therapie einleiten. Ich glaube, ganz wichtige Botschaft, vorher einmal anrufen, wie Herr Taubert sagt, dass jetzt positive Patienten irgendwie durch die Gegend fahren und das dann vielleicht eine Logistik dann dahinter steht und man Leute gefährdet, das muss nicht sein, vorher sich einmal melden. Richard Taubert, wenn ich jetzt schon hohe Antikörpertiter habe, lass mich nochmal impfen, kriege ich dann eine überschießende Immunantwort? Ist das gefährlich? Haben wir ja vorhin schon gehört, nein, irgendwann wird das durch das Immunsystem nicht mehr Antikörper herstellen, aber eine Gefahr ist davon nicht auszugehen. Okay. Wenn ich noch ein paar Sekunden habe, ein Punkt, den wir jetzt hier immer nicht besprochen haben, ist, das Umfeld soll sich auch impfen. Ja. Und bei Kreuzimpfung und allem, bevor ich jetzt keinen Impfstoff kriege, irgendwo anders ewig hinfahren muss, wo die Ärzte vielleicht nicht kennen, nehme ich bis zur dritten Impfung, glaube ich, erstmal zügig in den 4-Wochen-Abständen, wie es empfohlen ist, den Impfstoff, den ich einfach bekomme. Die Gedanken mache ich mir dann, wenn ich keine Antwort habe. Wie Gunilla Einecke gesagt hat, dann machen wir ein individuelles Konzept. Das war mir jetzt nochmal wichtig. Das wäre wichtig. Nächste Frage auch an Gunilla Einecke nochmal, weil wir auch ein paar Fragen haben. Ich bin organtransplantiert, habe ein 7-jähriges Kind. Impfen lassen jetzt? Also das habe ich eben schon gedacht, uns fehlt der Kinderarzt oder Kinderärztin hier in der Runde. Das haben wir echt versäumt, das muss man mal sagen. Da hätten wir jemanden einladen sollen, weil die Daten zu den Kinderimpfungen kenne ich nicht im Detail. Deshalb glaube ich, würde ich da bitten, nochmal Rücksprache bitte mit der Kinderklinik zu halten. Aber jetzt nochmal ganz konkret, morgen ruft jemand an, nierentransplantierter Patient, 7-jähriges Kind oder lungentransplantiert. Der Patient hat ein Kind oder das Kind ist transplantiert? Nein, der Patient hat ein Kind. Entschuldigung. Ja, alles zurück, falsch verstanden. Okay, dann würde ich die Impfung auf jeden Fall empfehlen. Ich dachte, wir reden von einem transplantierten Kind, weil das wäre noch eine andere Frage. Also ich sehe die Kollegen Taubert, Gottlieb und Niehaus nicken. Ist das richtig? Wir würden in jedem Falle, und Frau Falk natürlich auch, auf jeden Fall die Angehörigen impfen lassen. Jens? Ja, die Umgebungsimpfung, das ist ein ganz wichtiger Punkt von Richard Taubert, ist ein ganz großer Schlüssel, sozusagen die Transplantierten indirekt zu schützen. Wir haben das bei den Influenza-Impfungen gesehen. Wir haben damit vor ungefähr 10 Jahren angefangen, die gesamten Haushaltsangehörigen zu impfen. Und die Rate von Influenza-Fällen unter unseren Transplantierten ist drastisch zurückgegangen. Das ist wahrscheinlich eine viel effektivere Maßnahme als die 4. Impfung. Mhm. Oder darüber nachzudenken, ist wirklich das Umgebung inklusive der Kinder, die Infektion ja in den Haushalt reinzuschleppen, zu impfen, wenn man den Impfstoff kriegt. Und ganz kurze Anmerkung, das hat ja auch die STIKO in der Empfehlung für die 5- bis 11-Jährigen genauso reingeschrieben, wird sie reinschreiben, also wird drinstehen. Das wird sozusagen genau dieses Fenster ist auch genau dafür auch auf und deswegen ist es auch STIKO-konform. Okay, jetzt kommt aber die Frage, lohnt sich das jetzt überhaupt noch, wenn Omikron kommt, Christine?
Ja, auf jeden Fall, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch bei Omikron, selbst wenn man die Infektion nicht verhindert, verhindert man dann, dass man krank wird. Und dann auch ist es so, dass trotzdem dann noch die Virusweitergabe kürzer ist bei den Infizierten und weniger Virus. Also auch da hat es einen Effekt. Deswegen ja, bitte mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben. So, jetzt musst du noch mit einer Sache nochmal, Christine, aufhören, was ja viel gesagt wird. Jetzt bin ich geimpft. Und hat das Probleme dann mit den Schnelltests? Nee. Ich glaube auch nochmal wichtig, weil wird ja viel gesagt, ich bin geimpft und dann ist mein Schnelltest falsch positiv. Nein, gar kein Problem. Die Schnelltests gehen auf das Virus selbst und zwar holt man ja aus der Nase und wir haben sozusagen, der Impfstoff kommt gar nicht in die Nase. Und was wir mit den Antigen-Schnelltests nachweisen, ist tatsächlich Virusbestandteile in diesem Schnelltest. Das heißt, es wird wirklich Protein vom Virus nachgewiesen und das kann man sozusagen sich durch die Impfung gar nicht in die Nase katapultieren, sondern das wird ja sehr schnell abgebaut im Lymphknoten und das eigentliche Impfprotein wird ja sehr schnell genauso wie die mRNA und der Vektor komplett abgebaut. Da ist also nichts mehr, deswegen nein, kann gar nicht sein. Also die mRNA wandert nicht in die Nasenschleimhaut und bildet da Eiweiße, die ich mit dem Schnelltest habe. So weit kommt die gar nicht. Die wird im Lymphknoten abgefangen und da verarbeitet und dann abgebaut. Deswegen kommt die da gar nicht hin. Und deswegen kann das gar nicht sein, dass man wegen der Impfung dann einen positiven Antigen-Schnelltest hat. Das geht gar nicht, zum Glück. So. Gut, jetzt noch habe ich noch in meiner Liste, und wir könnten das ewig weitermachen, es macht Spaß, euch alle hier auf den Stuhl zu setzen. Das ist gut. Wo hatte ich noch meine, jetzt bin ich ein bisschen selber, Nierentransplantierte, schlechtere Immunantwort, Frau Heinecke? Schlechter als andere Transplantierte oder schlechter als wer? Sowohl als auch. Erstmal als andere Transplantierte, nee, als Allgemeinbevölkerung. Also nicht, nee, also ja, also schlechtere Immunantwort als Allgemeinbevölkerung, ganz sicher, schon allein wegen der Immunsuppression. Aber ich glaube, das ist nichts, was für Nierentransplantierte besonders ist. Das gilt für alle Transplantierten. Und innerhalb der verschiedenen Organe gibt es Unterschiede. Das hat aber in erster Linie was zu tun mit dem Ausmaß der Immunsuppression. Nicht mit dem transplantierten Organ, sondern schlichtweg mit der Immunsuppression. Okay. Und Dialyse? Auch schlechter als die Allgemeinbevölkerung, aber besser als Transplantierte. Super. Okay. Und jetzt, Christine, ganz zum Schluss jetzt nochmal BAU, weil einige später waren, vielleicht nicht ausgemacht haben. Was steht nochmal, was ist BAU und diese Einheiten und wann bin ich gut und wann bin ich schlecht und so? Nochmal zwei kurze erklärende Worte. Genau. Dazu. Die Definition ist, es gibt einen Standard von der WHO, den wir seit Monaten versuchen zu kaufen und irgendwie in die Hände zu kriegen. Dieses ist ein Serum aus der WHO, das als Standard verwendet werden kann. Und das heißt Binding of Antibody Units, BAU. Binding of Antibody Units, BAU. Okay. Genau, BAU. Und dieser Standard ist quasi der Referenzstandard weltweit, sodass man versuchen kann, dass eben alle Tests in BAU angeben, wie viel Antikörper im Blut, wohlgemerkt, da wissen wir immer noch nicht, was in der Nase hängt, aber im Blut nachweisbar ist. Und mit diesem Standard kann man dann umrechnen, wie viele andere Tests, je nachdem, welche Einheiten das sind. Wäre es natürlich schön, wenn alle sich in BAU sozusagen auf diese Einheit einigen könnten, dann wäre es einfacher zu erklären, ist es viel oder ist es wenig. Und im Moment sagt man eben 0 bis 30 BAU ist keine Antikörperantwort. 30 bis 260 ist ein Low Responder, also wenig, aber es ist was messbar. Und über 260 ist eine gute Antikörperantwort. Es gibt halt viele andere Testsysteme, die es nicht in BAU angeben. Wir auch noch nicht, aber wie gesagt, wir arbeiten dran. Und dann kann man das besser normalisieren, quasi weltweit, damit man eben weiß, was ist viel, was ist wenig. Es waren ganz viele Fragen im Chat. Ich komme gar nicht hinterher, weil da muss man immer die einzelnen Tests nachgucken, was dann eine andere Einheit bedeutet. Das muss man echt individuell nochmal nachgucken, ob das viel oder wenig ist. Super. Jens Gottlieb, Influenza-Impfen jetzt? Absolut, absolut. Wir haben ja dieses Jahr auch den Hochdosis-Influenza-Impfstoff, der wäre für Transplantierte auch geeignet. Man ist noch ein bisschen vorsichtig bei der simultanen Impfung. Also SARS-2 plus Influenza, das ist von der Verträglichkeit für den Immunkompetenten sicherlich nicht so gut. Beim Transplantierten habe ich das schon gehört und gut vertragen, aber auf jeden Fall ein Muss. Wird es das dieses Jahr überhaupt geben? Ich meine, letztes Jahr ist doch Influenza ausgefallen, nicht 300.000 Fälle, sondern 300 in Deutschland. Und wir sind doch alle mit unseren Masken jetzt so vorsichtig. Fällt das nicht wieder aus?
Nee, glaube ich nicht dieses Jahr. Und vor allen Dingen haben wir dieses Jahr das besondere Problem, der Impfstoff wird ja immer zusammengesetzt nach den Infektionen der Südhalbkugel und da gab es keine. Also das heißt, es ist ein bisschen fraglich, ob der überhaupt wirkt. Aber ich glaube, es wird dieses Jahr Influenza-Infektionen geben, ein bisschen mehr als nächstes Jahr, letztes Jahr, aber nicht so häufig wie im Normaljahr. Also, ich danke den Teilnehmern. Wir haben immer noch 468 Teilnehmer. Wir waren teilweise bei knapp 600. Ich danke dem Chat. Ich danke allen Ihnen, die Sie ganz tolle Fragen gestellt haben. Ich danke natürlich Frau Falk, Frau Niehaus, Frau Einecke, Herrn Taubert und Herrn Gottlieb für die Diskussion. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe Dinge gelernt heute Abend. Wir müssen das weiter fortführen, wie auch im Chat gesagt wird. Und ich finde es auch ganz wichtig, wir reden von Organtransplantation, wir reden aber auch zwischen Unterschieden zwischen den Organsystemen. Es ist wichtig, dass man voneinander lernt, dass man Mechanismen versteht. Bleiben Sie der MAH treu. Challengen Sie uns auch bitte. Weisen Sie uns auch darauf hin, wenn Sachen nicht so laufen, wie man sich das insgesamt so wünscht. Das ist aber... wir bemühen uns alle, wir müssen diesen Austausch haben. Nochmal ganz herzlichen Dank. Ich danke allen, die uns hier unterstützt haben, technisch bei Herrn Krumrei, bei dem ganzen Team des Transplantationszentrums. Herr Haverich ist der Leiter des Transplantationszentrums. Allen Kolleginnen und Kollegen, Frau Moser, Herr Kaiser, die uns hier unterstützt haben, Verena Mehr aus meiner Klinik, die hier bei der Programmerstellung mit dabei war. Ich wünsche Ihnen eine gute Adventszeit, eine gute Weihnachtszeit. Bleiben Sie in Kontakt, vermeiden Sie Covid-Infektionen. Wir bemühen uns, Ihnen, wenn es dann aber doch passiert, die bestmögliche Therapie zukommen zu lassen. Herzliche Grüße, einen wunderschönen Abend und nochmal danke allen Beteiligten. Das hat echt Spaß gemacht. Tschüss.